Willkommen zum fünften Splashborn Achterbahn Contest in No Limit 2. Das Ziel war es diesmal, einen kompakten neuen Coaster zu bauen als alleinstehende Attraktion, der jetzt einer großen Shopping Mall dazugehört. Das Vorbild hierfür war der Intamin Vertical Launch Coaster Storm Coaster aus der Dubai Hills Mall. Ihr hattet insgesamt einen Monat Zeit, um mir eure Einsendung zuzuschicken, welche ich euch heute in diesem Video vorstellen werde. Alle Coaster wurden in dem extra für diesen Contest erstellten Dome gebaut. Hierbei nochmal vielen Dank an Björn von Experience Adventure fürs Erstellen von diesem tollen Modell. Es gab außerdem die Vorgabe, dass die Achterbahn einen innovativen Aspekt enthalten muss, wie zum Beispiel ein besonderes Element oder ein Rekord. Es war sonst aber freigestellt, was für ein Coaster gebaut werden konnte, er musste einfach nur komplett in den Dome passen. Ich habe insgesamt 13 verschiedene Einsendungen von euch erhalten, dafür auf jeden Fall erstmal vielen Dank. Und diese werde ich heute anhand der folgenden Kategorien bewerten. Erstens passt die Achterbahn als alleinstehende Attraktion. Zweitens der Realismus. Drittens das Layout. Und dann ebenfalls so der innovative Aspekt. Alle 13 Bahnen wurden analysiert und bewertet und es wurde sich dann für insgesamt 4 verschiedene Gewinnerbahnen entschieden. Demnächst erscheinen dann hier auf dem Kanal ein Community-Beitrag und ihr habt dann 10 Tage Zeit, um für den Gewinner abzustimmen. Schaut euch auf jeden Fall aber erst alle Einsendungen selber an, ehe ihr an der Umfrage teilnehmt. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, alle sind wirklich echt sehr gut geworden. Natürlich kann ich euch ebenfalls sehr empfehlen, die 4 letzten Contests auch anzuschauen. Aber dann würde ich sagen, wir starten auch direkt mit der ersten Einsendung. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur ersten Einsendung, Intamin Vertical Launch Coaster Tsunami von Lars. Ihr habt das On-Ride gerade schon einmal gesehen und dann schauen wir uns das Ganze einmal gemeinsam an, ehe wir auf die verschiedenen Kategorien genauer eingehen. Und also natürlich ist es sehr nah an Storm Coaster dran, weiterer Intamin Vertical Launch Coaster. Das Ganze war natürlich keine Verbesserung von Contest, aber war natürlich vollkommen erlaubt. Wartungsleistung ist schon da, das ist super und es geht hoch in den vertikalen Launch. Oben sehen wir schon direkt eine Inversion in den Inverted Top-Head rein, gefällt mir richtig gut. Wäre cool, wenn das der echte Stormcoaster auch gemacht hätte. Oh, schön dynamisch, weitere Inversion, wir nehmen ein bisschen Geschwindigkeit auf und haben erstmal einen schönen Airtime-Moment. Oh, das Ganze ist sehr smooth und dynamisch, gefällt mir richtig gut. Outward Bank in Inversion rein, Hyperia-Style, auch richtig gut. Hier ein bisschen Geschwindigkeit, also der Platz wurde auf jeden Fall gut ausgenutzt. Noch ein Outward Bank, damit kann man mich immer überzeugen. Richtig gut. Es geht nach oben, wir haben Dive Loop, ja genau. Nochmal eine Inversion, aber auch schön gebogen auf jeden Fall. Und nochmal kleine Trim drauf, Airtime Hügel, ein bisschen langsam unterwegs. Und es geht wieder gen Boden. Also gefällt mir bis jetzt auf jeden Fall richtig gut. Und das Immelmann Sidewinder in die Richtung sah es auf jeden Fall aus, ein bisschen langsamer, aber passt. Und wir sind im Break Run, werden ein bisschen verlangsamt. Linkskurve und es geht in die Schlussbremse. Das war auf jeden Fall eine richtig schöne Bahn, also muss man sagen, sehr gelungen, gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns die Kategorien mal gemeinsam an. Beginnen wir mit dem innovativen Aspekt, da wurde hier genannt einmal den Inverted Top Head aus dem Launch raus, dann einmal die Gender Wall via Hyperia, also ein Outward Bank, der in eine Inversion führt und ebenfalls, dass der Break Run am Ende zu 35 Grad zur Seite geneigt ist. Den Breakrun, dass er geneigt ist, das ist jetzt nicht ganz überzeugend, also das macht Gerstlauer ja schon länger oder bestimmte Holzachterbahnfirmen, aber innovativ, also Inverted Top Head aus dem Launch raus, gibt es bisher noch nicht aus dem Vertical Launch,
Das ist auf jeden Fall passend. Und ebenfalls einmal Hyperior Style Outdoor Bank in Inversion rein, finde ich ebenfalls gut. Also auf jeden Fall solide, innovative Aspekte. Das habe ich auch absichtlich so gemacht bei diesem Contest, dass was Innovatives reingebracht werden musste, damit wir einfach ein bisschen Abwechslung drin haben und nicht nur den schaltmäßigen Coaster. Und vor allem natürlich hier allein schon die Attraktion muss gut zu bewerben sein, dann hilft sowas natürlich nochmal sehr. Diese hier sind jetzt vielleicht für den normalen Parkbesucher nicht die perfekten Werbemittel, aber trotzdem auf jeden Fall gelungen. Dann schauen wir uns mal weiter an zu den Kategorien und beginnen mit der ersten, Passivbahn als alleinstehende Attraktion. Und ja, auf jeden Fall, also wenn Stormcoaster passt, passt die Bahn genauso. Mit einem vertikalen Launch kann man das Ganze auf jeden Fall gut bewerben. Die restlichen Elemente sind natürlich als Achterbahn-Fan, als Fahrer super, lassen sich im Vergleich jetzt nicht ganz so bewerben, aber passt auf jeden Fall. Man sollte halt auf jeden Fall nur das Ganze nicht unbedingt nach Dubai stellen. Ich habe es ja absichtlich nicht spezifiziert, wo das Ganze entstehen soll, war dir frei. Einfach nur alleinstehende Attraktionen von der Aufmachung wie Stormcoaster, aber sollte man natürlich jetzt nicht unbedingt in den Vereinigten Arabischen Emiraten nochmal bauen. Aber gibt ja genug andere Mallparks, wo ich sowas sehr gerne sehen würde. Man hat es sich natürlich ein bisschen einfach hier gemacht, dass ein weiterer Vertical Launch Coaster gebaut wurde für Intermin. Aber wenn das eine Verbesserung von Folge wäre, wäre das hier wirklich eine 10 von 10. Und ich würde diese Bahn so viel lieber fahren als Stormcoaster. Stormcoaster ohne Zweifel, tolle Bahn. Gibt es auch schon ein eigenständiges Review zu, wo ich die Bahn im März 2023 gefahren bin. Könnt ihr euch gerne anschauen. Dann nehme ich das Layout einmal im Detail auseinander. Aber hier, Lars hat auf jeden Fall so viel mehr rausgeholt. Wir haben keine Zwischenbremse im Layout, deswegen jetzt nicht die optimale Kapazität, aber trotzdem zwei Züge und dann startmäßiger Launchcoaster ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und Mallbahnen sind ja meistens jetzt eh nicht übertrieben beliebt. Wir haben nicht spezifiziert, wo es ist, deswegen kann es natürlich ein bisschen voller werden. Es ist aber trotzdem keine Kirmes, wo man dann Olympia-Looping mit unzähligen Zügen braucht. Der Platz wurde gut ausgenutzt und passt auf jeden Fall gut, deswegen erste Kategorie ist gelungen. Dann zweitens Realismus, die Bahn ist wirklich sehr smooth, realistische Elemente, Fahrt ebenfalls super und das Ganze ist vor allem sehr dynamisch. Ich kann mir einen neuen Intermin Launch Coaster Next Gen auf jeden Fall sowas von vorstellen in diesem Stil und das Ganze wurde echt richtig gut getroffen. Ein Wartungsgleis ist ebenfalls vorhanden, das ist für den Realismus ebenfalls immer super und deswegen mit zwei Zügen passt es auf jeden Fall, es wurde sogar eine Warteschlange eingebaut. Deswegen Realismus ebenfalls sehr gelungen. Dann kommen wir jetzt zur dritten Kategorie und zwar zum Layout. Also ich habe gerade schon ein paar Punkte vorweggenommen, aber das Ganze ist wirklich einfach nur sehr dynamisch, ist ein Wort, das ich persönlich sehr gerne mag und bei Achterbahn erst recht. Die neueren Intermin Coaster sind da richtig stark drin, sei es jetzt Manta in SeaWorld Abu Dhabi oder auch sowas wie Gotham City Escape, Tutatis und so weiter, Tiger, da fließt einfach ein Element ins nächste. Und das wurde hier wirklich optimal getroffen. Man hat einfach einen schönen Flow drinne. Es passiert die ganze Zeit etwas, aber es ist auf jeden Fall keine Sekunde langweilig. Ich finde es auch eine gute Mischung aus Airtime, aus Hangtime, also aus Überschlägen. Mit insgesamt 5 Stück sind da auf jeden Fall einige drin. Es fühlt sich aber auf jeden Fall kein bisschen wiederholend an. Vor allem der Wave Turn oder Outward Bank, der dann in die Inversion, die Hutton Wolf führt, wie bei Hyperia, finde ich super. Sieht dort schon richtig, richtig gut aus und hier als Indoor Coaster, wie cool wäre das denn? Und am Ende der Immelmann ist ein bisschen spät in der Strecke, muss ich sagen. Man wird ein bisschen verlangsamt, aber sonst hat die Bahn ja auch so ein gutes Pacing. Wenn das hier wirklich eine echte Bahn wäre, bei Lichteffekt im Dunkeln, da hat man, glaube ich, einfach so ein Hammergefühl für Geschwindigkeit. Und ich glaube, es würde so gut rüberkommen. Das hier würde auf jeden Fall zu den besten Launchcoastern gehören, die es gibt. Und ich muss sagen, erste Einsendung hier von Lars, sehr gelungen, gefällt mir richtig gut. Und ich würde sagen, wir gehen weiter zur zweiten Einsendung, dem Intermin Multi-Launch Coaster Rubin.
So, wir sind jetzt bei Einsendung Nummer 2, Intermin Multilaunch Coaster Rubin von Tim eingesendet. Ihr habt gerade schon einmal das On-Ride und die Fakten selber gesehen und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze noch einmal gemeinsam an, ehe wir dann die Kategorien einmal durchgehen. Also weitere Interminbahn, diesmal aber als Multilaunch Coaster ausgefüllt, kein Vertical Launch und wir haben erstmal einen Launcher vorne, also wird es ein Triple Launch Coaster. Durch die Station durch, ja, der Kapazität hilft es nichts, aber trotzdem hier schöner Spike, beziehungsweise schön, wo man rückwärts ist. Und dann nochmal ein Vertical Launch und es geht direkt erstmal nach oben, Inverted Top Hat mäßig. Wir sind oben relativ langsam in der Halle. Schöne langsame Inversion, hat wirklich so ein bisschen was von einem Polar Coaster. Und dann, ja, wir nehmen noch nicht so Geschwindigkeit auf, wir sind noch relativ weit oben, twisten ein bisschen rum. Es geht jetzt hier in einen Non-Inverted Dive Loop rein, auf jeden Fall echt schön. Jetzt einmal an der Hallenwand entlang, bisschen Airtime, ja, nicht zu schnell hier. Noch ein Mini-Wave-Turn, aber wir sind immer ungefähr auf der gleichen Höhe. Wir nehmen noch nicht so viel Geschwindigkeit auf, aber jetzt geht es nach unten, ein bisschen mehr Tempo. Und nochmal ein weiterer Dive Loop, also nochmal eine weitere Inversion. Und jetzt sind wir ganz unten mit ein bisschen viel Geschwindigkeit und wir haben, ja, Immelmann-mäßig dürfte es sein. Hier sind wir jetzt wirklich relativ langsam unterwegs und diven auch schon wieder nach unten und sind wieder in der Station, werden abgebremst und jetzt wahrscheinlich einmal langsam rückwärts wieder gen Einstieg gelassen. So sieht's aus. Okay, Einsendung Nummer 2. Finde ich auf jeden Fall von der gesamten Aufmachung her ebenfalls cool gemacht. Triple Launch Coaster ist auf jeden Fall noch ein bisschen was anderes. Der innovative Aspekt ist hier laut Tim einmal der Beyond Vertical Launch beim Triple Launch und dann ebenfalls einmal ein Triple Launch Coaster, der allgemein auch einen Vertical Launch besitzt. Finde ich jetzt in Ordnung, also dass es ein Triple Launch ist, das ist jetzt nichts Innovatives. Dass dann nochmal ein weiteres Segment folgt, finde ich auf jeden Fall ganz nett und innovativer Aspekt ist so auf jeden Fall in Ordnung, auch wenn ich dann so das vom letzten Mal noch ein bisschen innovativer fand von der ersten Einsendung. Passt die Bahn als alleinstehende Attraktion? Das würde ich sagen, prinzipiell schon. Intermin Launch Coaster ist passend, da können viele Leute mitfahren. Es bietet einfach sehr viel Abwechslung, was für sowas auf jeden Fall immer schon sehr gelungen ist. Und jetzt auch keine übertrieben hohen Kräfte oder so, was dann normale zufällige Besucher abschrecken würde, die in der Mall sind und dann diese Achterbahn einmal fahren wollen. Was ich aber hier als große Kritik sehe, ist, wir haben einen Triple Launch Coaster ohne Verschiebegleise, ähnliches. Das heißt wirklich nur Einzugbetrieb. Für eine Mall in Dubai würde das Ganze ohne Probleme ausreichen, weil abgesehen vielleicht mal zu Weihnachten und Neujahr ist es dort immer ziemlich leer. Aber da das nicht vorgegeben wurde, es ist nicht spezifiziert, wo diese Mall sich befindet, sollte ein bisschen Kapazität auf jeden Fall vorhanden sein. Und das hier finde ich ein bisschen schlecht als alleinstehende Attraktion, wenn das einfach nicht vorhanden ist, weil diese Bahn muss sich refinanzieren, man kennt es von der Kirmes und je mehr Leute mitfahren können, desto besser. Ebenfalls für Wartungen ist ein bisschen schwer, da man kein Wartungsgleis hat, muss man den ganzen Zug auseinanderbauen, die Bahn würde ausfallen. Also selbst wenn man so einen Triple Launch Coaster baut, vielleicht mit einem Verschiebegleis, irgendwas in der Richtung in der Station, das würde auf jeden Fall weiterhelfen. Aber das hier einfach mal so ein paar Punkte zur ersten Kategorie. Die zweite ist der Realismus und da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Die Bahn ist schön smooth, die Elemente sind realistisch für den Termin. Da gibt es auf jeden Fall nichts dran auszusetzen. Dann kommen wir jetzt zur dritten Kategorie, zum Layout. Und der Beyond Vertical Launch finde ich auf jeden Fall echt nett gemacht, passt. Und auch wenn man einmal rückwärts beschleunigt wird und in dem Rückwärtspart ist es kein Spike, aber dort auf jeden Fall einmal hochfährt und wieder zurück, finde ich das auf jeden Fall auch ganz cool und könnte man auf jeden Fall ein paar nette Kräfte haben, vielleicht ein bisschen COG, dürfte es sicherlich Spaß machen. Zu Beginn oben einmal diese schöne langsame Inversion gefällt mir auf jeden Fall, wenn man da einfach so langsam durch diese Hardmare Wall dreht in ungefähr 50 Metern Höhe, hat wirklich so ein bisschen was zu der ersten Inversion bzw. der zweiten Inversion von dem ehemals geplanten Polar Coaster in Orlando. Dort natürlich knapp 100 Meter höher, aber finde ich hier bei so einem Dome ebenfalls gelungen und natürlich das ganze Konzept hat auf jeden Fall etwas von so einem kleineren Polar Coaster. Wir haben Wave Turns drinne und wer mich schon länger kennt, weiß, Wave Turns sind einfach nur super. Deswegen dafür auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und sonst ein bisschen Kritik ist noch, manche Stellen hätte man gegebenenfalls etwas mehr ausprägen können. Manchmal ist man etwas langsamer unterwegs, beziehungsweise hätten ein paar Elemente einfach ein bisschen schärfer ausgeführt werden können, damit die Kräfte ein bisschen stärker sind. Und vor allem am Anfang ist man relativ startmäßig immer auf einer Höhe. Da hätte man vielleicht noch ein paar weitere kleinere Nuancen einbauen können, aber das wirklich auch nur Meckern auf höchstem Niveau. Allgemein schöne Bahn,
größter Kritikpunkt ist wirklich einfach nur die Kapazität und ob man sowas als Alleinstehende-Attraktion machen sollte. Da würde ich sagen, vielleicht eher weniger, aber trotzdem, die Bahn selber ist gelungen, sie ist smooth, sie ist realistisch. Deswegen aber hier, schöner Launchcoaster, Rubin von Tim, hat mir gefallen. Und wir kommen zur dritten Achterbahn, und zwar den Gerstlauer Infinity Coaster Exorzist. So, das ist jetzt Einsendung Nummer 3, dritte Achterbahn hier von Lennart, der Gerstlauer Infinity Coaster Exorzist. Diese Bahn hat den Rekord für die meisten Überschläge der Welt, 15 Stück, um deinen innovativen Aspekt schon mal vorwegzunehmen. Fakten habt ihr gesehen, ihr könnt euch gerade schon mal einmal das On-Ride selber ohne mein Commentary anschauen, und ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt noch einmal gemeinsam. Es geht direkt einmal los mit einem schönen Vertikallift, passt für Gerstlauer, weil man da ja einen vertikalen Launch bisher noch nicht gesehen hat, und einfach die klassische Variante, um nach oben zu kommen. Finde ich auch schön, immer die 50 Meter eigentlich alle ausgenutzt, werden gerade mal je unter 1000 Meter, beziehungsweise einmal nur so knapp 700 Meter, jetzt aber ein Layout mit fast 1050 Metern und Inversionsrekord. Das wird richtig spannend. So, es geht los. Wir haben erstmal einen Corkscrew, langsame Inversion passt. Und direkt in einen Dive Loop. Es geht weiter in ein Vertikal Looping. Okay, finde ich auch ganz nett mit der Größe. Alles relativ kompakt. Das würde ich mal als Sidewinder der Immelmann bezeichnen. Und nochmal ein weiterer Corkscrew, weil Gerstlauer liebt Corkscrews und deswegen noch ein Corkscrew. So muss es auf jeden Fall. Und Zwischenbremse, oh, die sah ein bisschen kurz aus, aber passt. Langsam in eine Kurve rein. Und wir drehen uns in eine weitere Inversion. Finde ich ebenfalls passend. Overbank oder Cutback. Und nochmal ein Sidewinder, Immelmann sowas, kleiner Erdhemmhügel, und wir diven wieder in einen Dive Loop rein, sind jetzt schon wieder relativ nah am Boden. Das ist nochmal so eine Art Looping, Immelmann, irgendwas in die Richtung, ist immer schwer zu beurteilen. Natürlich noch ein Corkscrew, sehr wichtig. Ich glaube, ich habe gerade sogar eine weitere Inversion unterschlagen, und wir fahren, oh, wirklich sehr langsam in die Zwischenbremse. Da ist auf jeden Fall Rückrollgefahr, aber passt. Wir diven wieder nach unten, nehmen ein bisschen Geschwindigkeit auf in einen weiteren Corkscrew, weil was auch sonst. Und noch eine Inversion. Oh, da wurde ein bisschen langsam. Und wir fahren in den Break Run. Okay, das war jetzt einmal hier der Gerstlauer Infinity Coaster Exorzist von Lennart und einfach Inversionsrekord mit nur einem Lifthügel, weniger Streckenlänge als das Miler. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt einmal mit der ersten Kategorie, passt die Bahn als alleinstehende Attraktion? Und ich würde sagen, auf jeden Fall, weil der innovative Aspekt ist echt super. Inversionsrekord, das ist wirklich auch mal ein gerechtfertigter Weltrekord, und das zieht Leute an, damit kann man Werbung machen. Das ist auf jeden Fall super. Dazu ebenfalls auch eine gute Kapazität von fast 1300 Personen pro Stunde. Da kann man wirklich echt sehr viele Leute abfertigen und vielleicht sogar als alleinstehende Attraktion, wenn Leute einfach nur so beim Shoppen sind, die Bahn fahren, vielleicht sogar ein bisschen too much mit den ganzen Überschlägen, aber ich finde es eigentlich super, und du könntest damit echt richtig gut Werbung machen. Deswegen erste Kategorie auf jeden Fall top.
Realismus, also weitgehend auf jeden Fall ziemlich smooth. An manchen Stellen so ganze Mini-Ruckler, aber nee, das meckert auf hohem Niveau, die Bahn ist smooth. Für Gerstlauer passt das auf jeden Fall. Die erste Zwischenbremse sah ein bisschen kurz aus, bei der zweiten, da ging es vielleicht ein bisschen zu wenig Tempo rein, aber zumindest gab es noch Zwischenbremsen. Dann aber die Wagen für 16 Personen, da kann man schon gut Leute mit wegbringen. Und für Gerstlauer ist das Ganze relativ dynamisch, weil Gerstlauer baut jetzt nicht so Layouts, wie man sie von Interminis gerade schon gesehen hat oder von den neueren WKMR MK-1101. Für Gerstlauer war das auf jeden Fall passend. Ebenfalls Wartungsbereich ist vorhanden für den Realismus und dann kommen wir jetzt zum Layout. Und ich muss sagen, ich fand es eine schöne Abwechslung, einfach mal einen startmäßig Vertikalluft zu haben. Bietet sich bei so einem Dome auf jeden Fall an und ist auf jeden Fall mal eine schöne Abwechslung. Der Platz wurde definitiv sowas von gut ausgenutzt. Ich hatte schon erwartet, dass auf jeden Fall ein paar schöne Coaster mit Überschlägen kommen, aber den Inversionsrekord hier reinzubringen und das Ganze jetzt auch mit einem relativ kreativen Layout, finde ich auf jeden Fall gelungen. Wir haben wirklich unzählige Corkscrews, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen können, sei es vielleicht nochmal eine weitere Hardtail Roll oder so, das war hier gar nicht, zum Beispiel eine Hardtail Roll am Ende oder zu Beginn, aber so auf jeden Fall dafür sehr kreativ. Vielleicht ein bisschen mehr Airtime oder so wäre noch drin gewesen oder hätte ich gerne gesehen, wäre aber platztechnisch oder zumindest längentechnisch kaum machbar gewesen. Wir sind ja wirklich so in dem letzten Streckenmeter noch in den Breakpoint gekommen mit ein bisschen Tempo und dass man diesen Rekord machen möchte, ist es auf jeden Fall vollkommen nachvollziehbar. Allgemein auf jeden Fall eine sehr starke Bahn, hat mir echt gut gefallen. Der innovative Aspekt ist definitiv der beste bisher und gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Hat mich auf jeden Fall überrascht, was hier rausgeholt wurde. Und dann jetzt Einsendung Nummer 4, WKMR MK700 Illusion Coaster mit dem Namen Illusion, The World's Largest Helix. Und dann kommen wir jetzt auch zur vierten Einsendung. Die Fakten und das Onboard unkommentiert habt ihr gerade schon gesehen. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal gemeinsam an. Also ich muss sagen, der Coaster-Typ ist definitiv der innovativste oder zumindest einzigartigste für diesen Contest. Wurde von Max bzw. Maxi P gebaut. Und es ist einfach ein WKMR Illusion Coaster, also genauso wie Evolution im Bobbejaanland. Und jetzt müssen wir erstmal ein weiteres Mal die Zeit überbrücken, dass wir diesen Lifthügel nach oben kommen, denn dieser braucht über 2 Minuten. Vielleicht da erstmal zum Vorwegnehmen, diese Bahn ist einfach 1620 Meter lang. Das ist wirklich einfach nur krank. Also eine der längsten Indoor-Bahnen, die es gibt und das auf diesem begrenzten Platz. Aber ich will nicht wissen, wie viel Meter Strecke alleine nur dieser Lifthill ist. Ich persönlich bin großer Fan auf jeden Fall von Revolution im Bobbejaanland. Die Atmosphäre mit dem Soundtrack, wenn es da hochgeht, finde ich richtig gut. Dazu einfach dieser verrückte Zug, der viel, viel, viel zu lang ist. Und ja, da wurde auf jeden Fall eine einzigartige Bahn geschaffen. Und ich finde es auf jeden Fall echt ein sehr interessantes Konzept, dass sowas jetzt hier erstmal in No Limits nachgebaut wurde mit den passenden Zügen. Das ist schon einfach sehr gelungen.
aber natürlich hier kassemäßig für diesen Contest, für diesen Dome angepasst wurde. Und wir müssen jetzt erstmal die Zeit überbrücken, also wenn das Ganze in echt umgesetzt werden würde, ohne Lichteffekte und dann tagsüber, also das ist ja schlimmer als japanische Lifthügel, da müsste man auf jeden Fall ein bisschen Effekte reinbauen, am besten entweder komplett dunkel machen und mit Lichteffekten wie auch Revolution oder zumindest den Liftbereich einhausen, damit da einfach ein bisschen was passiert, weil so wäre es ja wirklich arg langweilig. Die Bahn hat auch nur einen Zug, aber okay, bei der Kapazität ist es auch vollkommen nachvollziehbar. Also dafür erstmal einen Wartungsbereich bauen oder erstmal eine Schussbremse, die noch einen zweiten Zug dafür beherbergt, das wäre ein bisschen krank. Oder genauso, wenn es in Dubai wäre und man die Politik einführen würde, ja, die Bahn darf nur fahren, wenn sie mindestens zu 80% voll ist, dann kann man auch erstmal eine Stunde auf Leute warten. Das wäre auch nicht schlecht. Oder nee, es wäre schlecht, es wäre nicht schön. So passt es eher. Aber wir sind fast oben. Einfach ein Weg für mein Illusion Coaster mit 54 Metern Höhe. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Hätte auch fast ein Hypercoaster werden können, also vielleicht wäre das mal was. Und wir sind oben. So, der Lifthügel hat ein bisschen gedauert. Aber okay, für diesen Typen passt's. Wir nehmen, ja, noch nicht so viel Geschwindigkeit aus. Wir sehen, wie hinten der Zug noch hochfährt. Aber jetzt, es geht ein bisschen bergab. Und jetzt wird eine Geschwindigkeit ein bisschen aufgebaut. Und die Bahn hieß ja auch schon World's Largest Helix. Und ich glaube, das hier ist wirklich Programm. Es geht in der Linkskurve. Okay, das sind so ein paar nicht 100%ige smooth Transitions drin, so leichte Ruckler. Oh, hier, das ist nicht schön. Also da hätte man vielleicht die Übergänge zwischen Geraden und Kurven ein bisschen besser umsetzen können. Aber wir nehmen Geschwindigkeit auf und wir fahren eine Linkshelix und es passiert wirklich gar nichts. Also das ist ein bisschen mehr Tempo und da hätten wir wirklich Intimidator Next Level. Und jetzt noch ein bisschen starke Laterals, glaube ich, in der Kurve gerade. Oh, es ist schon sehr skurril. Es ist schon richtig skurril. Es geht wirklich einfach nur in der Linkskurve nach unten. Ja, Linkskurve ist halt Programm. Oh, Bremse. Linkskurve sehr schnell, noch eine Bremse. Einfach mal ganz viele Trimbrakes. Was ist das bitte? Oh, es wird ein bisschen abrupt. Ah, das auch. Das ist jetzt nicht so schön. Und wir werden langsamer. Wir sind schon über der Station. Und noch eine kleine Bremse. Immer so ein bisschen. Und wir sind in der Station und fahren langsam in die viel zu lange Station ein. Oh, da gab es aber auf jeden Fall noch ein paar Laterals in der Kurve. Was war das bitte? Also wir haben auch einen Ausstiegsbereich, eine Q-Line, das ist gut. Aber was war das bitte? Also wenn ich hier eine Achterbahn für die Skurrilität bewerten würde, wäre das hier ohne Zweifel der erste Platz. Also natürlich, das Ganze mit der neuen Achterbahn würde Wegkummer in der Art nicht mehr so bauen. Würde mich zumindest arg wundern, wenn sie diesen alten Illusion Coaster Zug wieder aus dem Lager rausholen und wieder neu verbauen. Wäre verwunderlich, aber ja, ist vollkommen in Ordnung, es ist eine skurrile Einsendung. Rekord, längste Helix, nur Linkskurve. Innovativ ist es, ob es ein gut innovativer Aspekt ist, kann man sich jetzt drüber streiten, aber innovativ ist es auf jeden Fall. Aber also es gibt ja viele Bahnen, die gerne mal nur Linkskurven oder so haben, wie zum Beispiel auch im Serengeti Park Batukai Racer, aber das hier ist natürlich nochmal eine komplett andere Stufe. Passt die Bahn als alleinstehende Attraktion? So, ja, eine der längsten Indoor-Coaster der Welt zu haben, ist schon nicht schlecht, aber nur das hier ist schon schwer zu bewerben. Ich finde es cool, dass wir zur Abwechslung mal einen Family-Coaster haben und kein Thrill-Coaster. Für einen Freizeitpark einfach für das Line-Up auch eine gute Sache. Aber als alleinstehende Attraktion für PR ein bisschen schwierig zu machen. Und einerseits denke ich mir so, was ist der Mehrwert dieser Achterbahn dieser Art? Und zweitens, würde dann sowas als alleinstehende Attraktion gebaut werden? Wahrscheinlich eher nicht. Deswegen erste Kategorie würde ich jetzt sagen, nicht ganz erfüllt. Dann Realismus, also wenn man das Ganze jetzt an den bestehenden, also vor allem Revolution, sich dann orientiert, dann ist es schon passend umgesetzt. Die Bahn ist wirklich sehr lang, was vor allem diesem krassen Lifthill geschuldet ist. 150 Sekunden fahrt ihr da hoch. Also das würde heutzutage ja wahrscheinlich auch kaum noch passieren. Und dann die Übergänge zwischen Kurven und Geraden sind teilweise sehr abrupt. Natürlich, das Ganze spiegelt den älteren Wegkummer wieder, aber natürlich war das Ziel, eine moderne Achterbahn zu bauen. Deswegen muss das Ganze hier auf jeden Fall als Kritikpunkt angemerkt werden. Shaping könnte deswegen besser sein. Und durch die Zuglänge natürlich eine sehr gute Kapazität, sehr lange Fahrt. Es hat nur einen Zug, aber das sollte hier auf jeden Fall ausreichen.
Und dann kommen wir zum Layout. Also kreativ ist der Coaster-Typ auf jeden Fall. Das Layout, ja, eher weniger, weil es passiert ja wirklich einfach gar nichts. Das Ganze mit richtigen Lichteffekten, Theming und so weiter könnte man ohne Zweifel Revolution-Style eine tolle Party-Atmosphäre draus machen. Mit toller Atmosphäre wurde hier aber nicht umgesetzt. Aber so das Ganze besser einzubetten, wäre cool. Aber trotzdem, feiern tue ich es definitiv, ist kreativ und deswegen eine sehr skurrile Einsendung. Gehört sie zu den besten? Nein, also an die anderen drei Einsendungen bisher kommt es auf jeden Fall nicht dran. Aber alleine einfach, dass sowas gebaut wurde, skurril und besonders ist es auf jeden Fall. Und dafür kann man es auf jeden Fall wertschätzen. Dann kommen wir jetzt zur fünften Einsendung und zwar den Mugwrights Extreme Spinning Coaster Tornado. Das ist jetzt Einsendung Nummer 5 vom Contest Mugwrights Extreme Spinning Coaster Tornado von Tim. Und ihr habt gerade schon einmal die Fakten gesehen, also knapp 700 Meter lang, 6 Überschläge, 48 Meter hoch. Extreme Spinning Coaster ist sowieso immer gut, gerade einmal das On-Ride mit Trinkenwagen auch, aber wir schauen uns das Ganze jetzt einfach nochmal mit der normalen Perspektive aufs Gleis an, damit wir das Layout besser bewerten können. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Erstmal Ride to Happiness Style, schöne Jojo Roll aus der Station, da kann man sich vor allem bei einem Extreme Spinner nicht beschweren, toller Start. Und es geht direkt einmal in einen vertikalen Launch. Kennt man von Mugwrights in der Art so beim Spinner noch nicht, aber okay, Voltron hat es ja so ähnlich. Outer Bank und einen Drop rein, Ride to Happiness Style. Linkskurve haben auf jeden Fall eine gute Geschwindigkeit und erstmal in einen Dive Loop rein. Sieht bis jetzt echt gut aus und nochmal eine Stall oder ein Cutback, Inversion. Oh, das war ein ziemlich abrupter Airtime-Hügel. Wir sind aber gerade sehr schnell unterwegs hier. Hilfe! Die Bahn hat echt Tempo. Und, ups, das war ein bisschen abrupt. Noch einen Dive Loop oder Corkscrew oder sowas. Und noch eine Inversion. Wow, die Bahn hat aber richtig Speed. Und schon in dem Break One. Das war am Ende aber auch ein sehr abrupter Stopp. Das hätte es in echt auf jeden Fall so nicht ganz machen können. Aber trotzdem, also waren ein paar nette Sachen dabei. Knapp 700 Meter ist jetzt nicht übertrieben lang, aber das Pacing bis zum Ende, da kann man sich auf jeden Fall eher weniger drüber beschweren. Dann haben wir einmal den innovativen Aspekt, und zwar es ist ein Vertical Launched Spinning Coaster. So ja, ist neu, passt. Da hatten wir schon krassere Rekorde und so weiter dabei. Man sieht jetzt auch schon den Beyond Vertical Launch auf Voltron. Hier natürlich mit den Spinning Coaster Zügen, die sind ja glaube ich schon nochmal ein ganzes Stückchen schwerer, wäre nochmal mehr Energie notwendig, aber auf jeden Fall cooles Konzept. Also, passt die Bahn ist allein schon eine Attraktion. Und es ist ein Extreme Spinning Coaster in der Halle. Out of Control Feeling ist hier auf jeden Fall garantiert. Also, so schon an dem Indoor Coaster, vielleicht sogar im Dunklen, ist es teilweise schwer zu sagen, in welche Richtung man gerade fährt, wo es oben, wo es unten. Dann aber dazu noch als Extreme Spinner. Das wäre wirklich einfach nur krass. Für manche vielleicht sogar ein bisschen too much, aber mir persönlich würde es gefallen. Aber ich hatte ja vorhin auch schon erwähnt, bei dem Infinity mit den 15 Überschlägen könnte so für den Casual-Besucher ein bisschen viel werden. Das trifft hier auf jeden Fall ebenfalls zu, hier wahrscheinlich sogar nochmal stärker. Pluspunkt ist aber auf jeden Fall, dass diese Bahn sehr hohes Wiederholungsfahrtpotenzial hat. Und sowas hier würde wahrscheinlich ja pro Fahrt bezahlt werden. Und da natürlich sowas zu haben, wo Wiederholungsfahrten eine Menge Sinn ergeben, würde es sich auf jeden Fall anbieten. Aber auch sowas bei solchen alleinstehenden Attraktionen, sei es so ein Spinningwagen, wie Mugwrights es gerne macht, oder eine Rückwärtsreihe, würde ich eh sowas von immer einbauen, weil man dafür natürlich nochmal deutlich mehr Wiederholungspotenzial schaffen würde. Dann kommen wir jetzt zum Realismus. Also weitestgehend ist die Bahn smooth, ein paar Ruckler sind drin,
Aber die Kräfte wirken teilweise wirklich schon ziemlich stark. Ich habe das Ganze auch gerade mal in No Limits nachgeschaut und das sind sie wirklich auch. Also einmal zum Beispiel bei der Auffahrt nach oben haben wir über minus 2G oder auch das Double Down hat weit über minus 2G. Das ist auf jeden Fall unrealistisch. Und auch das Tal nach dem Double Down hat zu hohe positive G-Kräfte. Ist ein bisschen schade, dass hier nicht ganz so darauf geachtet wurde, weil das Pacing ist wirklich einfach nur krass bis zum Ende, wäre echt richtig cool, aber dann vielleicht lieber das Ganze ein bisschen verlangsamen und ein bisschen anders bauen, damit die Kräfte einfach realistisch sind, weil habe ich schon bei den letzten Contests oft genug gesagt, dass das Ganze realistisch ist, ist für mich einer der wichtigsten Aspekte, ist für mich einfach immer ein wichtiger Grundstein. Was ich gerade am Ende schon erwähnt hatte, vom Onride her, die Schussbremse ist für die Geschwindigkeit auf jeden Fall viel zu kurz. Die müsste auf jeden Fall länger ausgeführt werden oder eine geringe Geschwindigkeit. Und sonst ebenfalls so ein Punkt, die Bahn hat kein Wartungsgleis. Natürlich, man könnte sie nur mit einem Zug fahren lassen, aber nur ein Zug kapazitätstechnisch, das ist eher problematisch. Deswegen bräuchte die Bahn zwei Züge und dann müsste ein Wartungsgleis auf jeden Fall eingebaut werden, was hier leider ebenfalls fehlt. Dann kommen wir jetzt aber zum Layout und wenn wir diesen realistischen Aspekt mal rauslassen, gefällt es mir auf jeden Fall. Wir haben natürlich manche Stellen relativ abrupt, die Kräfte sind nicht immer passend, aber so die Überschläge, die drin sind, gefallen mir. Die Hardline Boy am Anfang natürlich ein Klassiker, Vertical Launch, wahrscheinlich dann mit Spinning-Wagen, wenn man rumdreht, könnte auch richtig Spaß machen. Dann so der Top-Hat Ride to Happiness Style ist ebenfalls gelungen. Die Überschläge, wir haben das Stall, Dive Loop, COG Wall, Cutback und so weiter. Da ist auf jeden Fall einiges mit dabei. Und die Bahn ist jetzt natürlich nicht gerade lang, vor allem mit dem Tempo sind die 700 Meter knapp Strecke sehr schnell über. Aber ich finde es so als alleinstehende Attraktion vollkommen ausreichend und einfach bis zum Ende keinen ruhigen Moment. Also Layout finde ich auf jeden Fall gelungen, auch wenn ich sagen muss, der Realismus zieht dann schon nochmal ein paar Punkte für mich ab in der allgemeinen Bewertung. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur sechsten Einsendung und zwar in Intermin Multi-Dimension Coaster Return of the Storm. Das waren die Fakten, das war's Onride, der Intermin Multidimension Coaster Return of the Storm von Greenie. Und ich muss sagen, ich habe gerade schon das Onride gesehen, da hat es auf jeden Fall einen innovativen Aspekt drin, der nicht gerade schlecht ist. Und wir steigen ein und gucken uns das Onride einmal gemeinsam an. Natürlich zu Beginn erstmal ein Dark Ride Part und wir fahren jetzt hier auf eine Effektschiene. Ja, der innovative Aspekt wurde hier auf jeden Fall gut umgesetzt. Er hat extra gemeint, das ist absichtlich, dass hier kein Video ist. Später würde dann natürlich hier eins bestehen, was zur Story passt. Aber die Bahn wurde vom Hersteller übergeben und würde jetzt noch von der Multimedia-Firma da eingebunden werden. Dass hier keine Animationen noch vorhanden sind, ist natürlich vollkommen in Ordnung. Und so alleine sowas in No Limit zu machen, ist schon wirklich Wahnsinn genug. Wir werden von dieser Motion Base nach unten gedreht und es folgt direkt der Vertical Launch.
Und natürlich auch Lichteffekte in der Halle, sieht echt top aus. So, Inverted Top Hat, natürlich jetzt wieder Storm Coaster mäßig, ein bisschen relativ langsam bewegst, Outer Bank und wir fahren in den langsamen Dive Loop rein. Bisschen Trims, nehmen ein bisschen Geschwindigkeit auf. Es geht wieder nach oben in einen relativ langsamen Airtime-Hügel. Bisschen flacher, ein bisschen Airtime wäre schön gewesen. Wir nehmen ja Geschwindigkeit auf, sind relativ weit unten und fahren in einen Immelmann. Nochmal einen weiteren Überschlag, eine kleine Trim-Break. Relativ langsam, gerade schon wieder unterwegs. Und dive jetzt nochmal in einen Dive-Loop rein. In den Trim-Break sind jetzt relativ weit unten, unterhalb von der Station auch. Noch ein bisschen Geschwindigkeit in die Rechtskurve. Haben nochmal eine Hardman-Bowl, Linkskurve und... relativ langsam auf dieser relativ spitze Hügel, aber dann geht es auch in den Break Run und wir sind wieder in der Station. Ja, also mal wieder eine sehr schöne Bahn. Natürlich nochmal ein weiterer Intermin Vertical Launch Coaster bzw. durch den Beginn ein Multi-Dimension Coaster. Man hat sich hier an Storm Coaster definitiv orientiert, aber alleine erstmal innovativer Aspekt, hier von Queenie genannt, der Intermin Rotating Teeter Totter, auch stark, also eine Motion Base. Ist natürlich sehr kreativ, vor allem sowas in No Limits umzusetzen. Also man kennt es ja von ein paar sehr wenigen Attraktionen, dass sowas gemacht wurde, sei es jetzt Multidimension Coaster, SFX oder auch andere Hersteller. Aber sowas hier natürlich reinzubauen, ist auf jeden Fall der Hammer. Und hier wurde sich auch ein bisschen Side Story überlegt, dass diese Bahn in einer weiteren neuen Mall in Vereinigten Arabischen Emiraten entstehen würde, als Fortsetzung zu Storm Coaster, deswegen auch Return of the Storm, aber ein relativ ähnliches Thema. Und wir haben ja bei Storm Coaster im Original auch eine Pre-Show, wo es so wäre, als ob dann Wirbelstürme und so weiter auf Dubai zukommen, was auf jeden Fall ganz nett gemacht ist, weil eine alleinstehende Attraktion, also eine Achterbahn mit Pre-Show, kenne ich auf jeden Fall nicht gerade oft. Und hier das Ganze, aber stattdessen natürlich als Dark Red Part mit einer Motion Base umzusetzen, ist natürlich nochmal so viel cooler. Und die ganzen Bewegungen, dazu dann wirklich nochmal ein fertiger Film drauf, wäre auch eine 10 von 10. Passt die Bahn als alleinstehende Attraktion. So, von der Aufmachung, also das, was für Storm Coaster gilt, gilt auch für diese Bahn, deswegen passt es auf jeden Fall. Es wäre, glaube ich, als alleinstehende Attraktion nicht nötig, in so eine Motion Base zu investieren, in so eine Effektschiene, da es jetzt eigentlich nicht zu viel Werbepotenzial hat und natürlich nicht gerade günstig ist, sowas dann einzubauen, aber cool ist es auf jeden Fall. Und natürlich sind jetzt hier keine anderen Rekorde drin, was Tempo, Inversion oder sonst irgendwas angeht. Also so vom Vermarktungspotenzial auf jeden Fall ein bisschen über Storm Coaster. Ich finde es aber kritisch, dass die Bahn in einer weiteren Mall in Dubai entstehen soll. Also erstmal cool, dass dazu sich eine Side-Story überlegt wurde. Aber ob wir dann wirklich nochmal mehr oder weniger das gleiche Coaster-Modell ein weiteres Mal in der Stadt brauchen, würde ich auf jeden Fall sagen, nein. Ein bisschen mehr Abwechslung wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Und natürlich, den normalen Besucher fällt es jetzt nicht ganz so auf, aber in der gleichen Stadt ist das Ganze ja schon dann noch ein bisschen auffälliger, vor allem weil es von außen ähnlich aussieht und an die gleiche Zielgruppe gerichtet ist. Dann kommen wir zum Realismus und da kann ich auf jeden Fall nichts zu sagen. Also die Bahn ist sehr smooth, sie ist realistisch, relativ dynamisch, sie erinnert an Storm Coaster, deswegen ist es passend für Intermin. Wir haben relativ viele Trim Breaks drin, aber ist in Ordnung. Und es gibt auch ein Wartungsgleis, das heißt, damit ist da auf jeden Fall auch alles abgedeckt. Dann kommen wir jetzt einmal zum Layout. Also diesen Media Dome einzubinden, finde ich super, ist auf jeden Fall sehr innovativ. Ich finde, es wurde sich ein bisschen einfach gemacht, dass ich so stark an Storm Coaster orientiert wurde. Ich weiß, es war Absicht, aber trotzdem, das Ganze ist keine Verbesserung von Storm Coaster Contest und da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Abwechslung schaffen können. Aber so, was hier geschaffen wurde im Layout, gefällt es mir auf jeden Fall. Also deine Inverted Top Hat, wir hatten es ja schon mehrmals heute, finde ich aber aus diesem Vertical Launch raus eine super Idee. Wir haben ein paar weitere Inversionen im Vergleich zum originalen Storm Coaster. Das finde ich ebenfalls echt nicht schlecht. Aber sonst ein bisschen Kritik, würde ich einmal sagen, dass das Pacing nicht immer optimal ist. Ein bisschen mehr Tempo könnte drin sein und an manchen Stellen auch bei stärkere Kräfte. Also in Überschlägen ein bisschen langsamer durchfahren finde ich in Ordnung, aber wir haben so ein paar Momente, wo man echt nette Airtime haben könnte, diese aber zu langsam durchfahren werden. Und vielleicht auch noch so ein paar weitere Waveturns oder so, muss ja jetzt nicht stark ausgeprägt sein. Wenn man jetzt hier nicht die starke minus 1,5G Airtime haben möchte, ist in Ordnung, aber so ein paar mehr Nuancen hätte ich auf jeden Fall gerne gesehen, um ein bisschen mehr Abwechslung von den Kräften her zu schaffen. Dann relativ am Ende hat es dann nochmal die Hardman-Wall, welche relativ besonders geformt wird.
Queenie hat sie hier als Ejector Wall bezeichnet, da man da zwischendurch mit minus 1G aus dem Sitz gerissen wird. Also so mehr oder weniger der COG-Winder von Tiger, aber als Hardline Wall. Finde ich ebenfalls auch innovativ und gefällt mir auf jeden Fall. Vom Layout muss ich sagen, gefällt mir der erste Vertical Launch Coaster auf jeden Fall besser. Der wurde noch ein bisschen mehr ausgeholt. Aber das hier als alleinstehende Attraktion ebenfalls echt richtig gut. Die Bahn ist richtig smooth, dynamisch, realistisch. Am Anfang mit dem Media Dome, mit der Motion Base oder wie sie genannt wurde, der Intermin Rotating Teeter Totter Element. Was auch sonst. Nee, definitiv sehr innovativ, gefällt mir. Und hier wurde sich auf jeden Fall echt viel Mühe gegeben. Dazu auch so mit Lichteffekten der Halle. Gefällt mir auf jeden Fall sehr und wäre auch eine schöne Achterbahn, die ich sehr gerne fahren würde. Ich würde sagen, vom Layout her gar nicht jetzt mal übertrieben besser als Storm Coaster. Vielleicht nochmal ein größerer Drop, wie ihn auch Storm Coaster hat. Hätte ich hier ebenfalls gerne gesehen, da man relativ langsam teilweise unterwegs ist. Aber das ist wirklich einfach nur Meckern auf hohem Niveau, wenn ich auch ein paar negative Aspekte sage und nicht nur positive. Es ist eine richtig schöne Bahn und gehört auf jeden Fall zu den Highlights von denen, die eingesendet wurden. Ist ohne Zweifel sehr gelungen. Und dann sind wir jetzt auch schon bei der Hälfte. 13 Einsendungen haben wir insgesamt. Wir kommen jetzt zur siebten und zwar den Wakehomer Vertical Launch Coaster Cruise Missile The Deadly Hunt. Achterbahn Nummer 7, Wakehomer MK1101 Coaster mit einem Vertical Launch, wurde von John eingesendet und ihr habt es auch nicht gesehen, ihr kennt die Fakten, schauen wir uns das Ganze jetzt hier nochmal gemeinsam an. Auf jeden Fall schöne knallige Farbgebung und es geht in einen kleinen Pre-Drop und da sehe ich doch auch schon den Vertical Launch. Wakehomer hat es in der Art noch nicht gemacht, aber könnte ich denen auf jeden Fall auch zutrauen. Wir haben mal wieder ein Inverted Top-Head, kam oft schon heute, aber bietet sich auch einfach nur an. Zu Beginn erstmal ein Outerbank, nicht ganz so schnell, gefällt mir aber. Ein bisschen Overbank, relativ langsam, so ein Rattler-Style, aber in der Höhe hat es auf jeden Fall was. Und wir diven nach unten, jetzt holen wir uns auch mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Ein Mini-Wave-Turn ist auch ganz nett. Noch ein Mini-Outerbank. Okay, interessanter Mini-Hop nach unten. Da sind auf jeden Fall ein paar viele Nuancen drin. Oh, das sah ein bisschen eng aus, aber hat auf jeden Fall etwas. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit, da sind auf jeden Fall viele Mini-Wave-Turns und so drin. Auch hier so von dem Dive-Loop noch so ein kleiner Airtime-Hill. Das ist auf jeden Fall cool gemacht. So, kleiner Richtungswechsel, es geht wieder nach oben. Oh, noch ein Airtime-Hügel. Boah, es ist teilweise echt schwer mitzubekommen, wo man gerade ist. Klassische Hardline-Wall darf auch ebenfalls nie fehlen. Noch ein kleiner Drop mit einer kleinen Trim-Break. Wir sind oberhalb von der Station und wir fahren den Break-Run, der auch ein bisschen kurz ist. Da hatte man auf jeden Fall gerade noch viel Tempo in der letzten Kurve. Und wurde davor auch ein bisschen zu stark abgebremst, aber trotzdem auch wieder eine sehr schöne Bahn. Als innovativer Aspekt wurde in der E-Mail genannt, dass es hier ein Airtime-Hügel, der dann in eine Kurve führt, welche Legibles hat. Und naja, also das ist jetzt weniger überzeugend, das würde ich jetzt nicht als innovativ bezeichnen, weil naja, Phoenix hat auch einen Wave-Turn, der in eine Kurve führt, die Kurve hat vielleicht keine Legibles. Aber dann soll man lieber sagen, Vertical Launch Coaster von Wakehomer als innovativer Aspekt. Aber das, was hier genannt wurde, hat mich jetzt eher weniger überzeugt. Kommen wir jetzt aber zu den drei Hauptkategorien. Passt die Bahn als alleinstehende Attraktion und würde ich sagen, passt auf jeden Fall ähnlich wie Storm Coaster. Wir haben zwei Züge, eine abwechslungsreiche Fahrt mit auf jeden Fall sehr vielen Nuancen drin. Also wenn du da ohne Erwartung reingehst und
dann das hast. Da ist auf jeden Fall definitiv mehr Airtime und so weiter vorhanden, als man vielleicht im Vorhinein erwartet hätte. Mit dem Vertical Launch ist es vom Marketingpotenzial her ähnlich wie Stormcoast, auch wenn es natürlich nicht mal der erste mehr ist. Als ein anderer Rekord würde natürlich helfen, aber passt so. Und mit zwei Zügen geht es auf jeden Fall auch von der Kapazität her. Realismus, also die Bahn ist smooth, es passt alles, ist relativ realistisch. Manche Elemente wirken wirklich relativ eng, da müsste man echt nochmal nachschauen, ob das so von der Biegung der Züge, von den Radständen und so weiter wirklich umsetzbar ist. Aber smooth ist die Fahrt auf jeden Fall. Es gibt ein Wartungsgleis, deswegen das ebenfalls erfüllt und allgemein auf jeden Fall eine relativ realistische Bahn. Ja, das ist auf jeden Fall sehr viele von diesen kleinen Nuancen, wie Kuma es auch gerne macht, nochmal so ein kleines Double Down oder so. Hier sogar vielleicht ein bisschen zu viele fast. Ich weiß nicht, ob man überhaupt in echt da noch ein paar Kräfte fühlen würde, finde ich aber schon weitgehend für Vekoma auch realistisch. Dann kommen wir jetzt zum Layout. Also so viel Länge, 960 Meter, ist auf jeden Fall als Indoor-Coaster schon mal richtig gut, wurde aber auch eine Menge hier reingepackt. Manche Elemente zu Beginn vor allem sind wirklich relativ langsam. Also wir haben diesen Overbank, Outerbank und so weiter, wirklich so Iron Rattler-Style oben auf der Quarry Wall, wo nicht so viel passiert. Finde ich aber so ganz oben in der Halle, in dem Dome, ganz nett. Es gibt sehr viele Wave Turns, was auf jeden Fall immer ein Pluspunkt ist. Macht das Ganze einfach nochmal besser. Wir haben ein Inverted Top Hat, der auch immer gut ist. Wir hatten schon öfters heute, da sind viele drauf gekommen, ist aber beim Vertical Launch auf jeden Fall auch passend. Und von Überschlägen her ist das Ganze auf jeden Fall auch schon sehr abwechslungsreich. Vielleicht oben, wo man so langsam war, hätte man dort noch einen Hardline Wall oder so ein Cutback bzw. ein normales Stall einbauen können. Wäre vielleicht auch cool gewesen. Hätte man nochmal eine weitere gehabt, eine weitere Hardline Wall oder so. Aber die hat es am Ende ja auch nochmal so gehabt. Deswegen allgemein einfach eine sehr gute Einsendung, gut gemacht und gefällt mir auf jeden Fall. Das einzige innovative Aspekt, der hier genannt wurde, den würde ich eher weniger nehmen. Aber so was umgesetzt wurde, sehr schöne Bahn, gefällt mir echt gut. Und dann kommen wir jetzt zur achten Einsendung, den Vekoma Flying Coaster Skyward Soar Celestial Velocity. Wir sind jetzt bei der achten Einsendung. Vekoma Flying Coaster wurde von Björn gebaut. Ihr habt die Fakten gesehen, das Onride einmal. Ihr wisst also schon, was uns hier gleich erwartet. Vekoma Flying Coaster, genauso wie auch Flying Phantasialand, das ist auf jeden Fall auch schon mal sehr kreativ, vor allem als Indoor Coaster und dann auch in No Limits. Wurde von Björn gebaut, also der gleichen Person, die auch diesen Dome vorbereitet hat und durfte natürlich genauso etwas Schönes hierfür einsenden. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns diesen Vekoma Flying Coaster einmal gemeinsam an. Weil kreativ wird es auf jeden Fall. Also auf dem Rücken sind wir und es geht in den Vertical Launch nach oben. Für den Flying Coaster echt cool. Wir sind ganz oben und fahren einmal relativ langsam und drehen uns direkt in ein Fly to Lie. Sind etwas auf dem Rücken unterwegs und noch weiter auf dem Rücken mit so einem kleinen Overbank und wieder in der Fliegeposition. Alles noch relativ langsam, aber hier ist der wirklich Orientierungsverlust sowas von garantiert. Da war ja Inversion, glaube ich. Oh, das ist echt schwierig, sich hier den Überblick zu halten. Jetzt sind wir wieder auf dem Rücken in der Liegeposition. Oh, das ist wirklich sehr viel Liegeposition. Wieder in der Fliegeposition. Hier wechseln wir wirklich echt ziemlich gerne. Da kann Galactica nicht mithalten.
Zwischenbremse, okay, fehlt vielleicht der Steg unten, aber es geht in den Raven-Turn. Ja, ist cool, kann man auf jeden Fall so machen. Und noch eine weitere sehr langsame Inversion. Wir tippen so ein bisschen nach unten. Noch eine Inversion auf dem Rücken, noch ein kleiner Airtime-Hügel. Boah, wie oft wechseln wir hier bitte von Fly to Lion umgekehrt? Das ist echt Wahnsinn. Also, da können andere Flying Coaster in der Art nicht mithalten. Noch ein Überschlag, glaube ich, drin. Wir sind wieder auf dem Rücken. Wir sind wieder nicht auf dem Rücken. Ja, also, wenn das Layout kreativ ist, weiß ich auch nicht weiter. Da war, glaube ich, auch gerade so ein kleiner Wave drin. Und wir sind in der Schussbremse. Und dann dreht man sich auch wieder zur Seite, um zum Ausstieg zu gelangen. Knapp einen Kilometer lang, viel Überschläge und einfach ein Weg um einen Next-Gen Flying Coaster. Von innovativen Aspekten wurden hier einige genannt, ich zähle sie einmal auf. Also erstmal ein Vertical Launch auf einem Flying Coaster, das ist auf jeden Fall sehr innovativ und fand ich hier auf jeden Fall auch echt richtig cool. Vor allem, da man ja mehr oder weniger im Sitzen wie bei einem Shuttle Drop Tower nach oben fährt, nur dass dann oben in der Fliegeposition als Achterbahn weitergeht. Dann hat Björn ebenfalls in seiner E-Mail von der Einsendung geschrieben, dass es der erste Indoor Flying Coaster sein soll. Das stimmt nicht, weil San Perla Volare ist ein Off-Flying Coaster und da hat es einen zum Beispiel in Malaysia bei Channing Skyworlds nebenan im Skytropolis Indoor Theme Park. Ist keine schöne Achterbahn, aber sie ist Indoor, ist ein Indoor Flying Coaster. Könnt ihr euch auch das Review gerne vom Besuch von mir zu anschauen, deswegen der innovative Aspekt zählt nicht. Aber dann hat die Bahn ebenfalls noch den ersten Wave Turn of Flying Coaster. Das ist von mir auf jeden Fall approved, finde ich gut. Und es ist die längste Nicht-Sit-Down-Indoor-Achterbahn. Das ist auf jeden Fall auch vollkommen in Ordnung und ein cooler Rekord. Mir hätte aber, muss ich sagen, einfach schon Vertical Launch auf dem Flying Coaster ausgereicht. Passt die Bahn als alleinstehende Attraktion? Also passend tut sie auf jeden Fall. Man könnte mit Werbung machen, Flying Coaster so, ist auf jeden Fall innovativ. Orientierungsverlust ist hier sowas von garantiert. Ich hatte es schon, wenn ich mir hier die Simulation am PC angucke, aber in echt am besten auch im Dunkeln mit Lichteffekten. Da kann auf jeden Fall ein Extreme Spinner oder ein 4D Coaster nicht mehr mithalten. Dieses Layout schießt da wirklich alles ab. Deswegen vor allem wäre das Ganze ein bisschen weniger massenfreundlich. Vor allem bei Flying Coaster auch sowas sind einerseits, es trauen sich viele nicht und dann auch nicht für alle verträglich. Deswegen alleinstehend, nur diese Attraktion könnte vielleicht nicht die optimalste Investition sein, aber einzigartig ist das Teil auf jeden Fall und mir gefällt es definitiv. Also ich würde sofort hinfahren, wenn in Dubai oder sonst wo das Ganze an einem Mall gebaut werden würde. Dann zum Realismus, also die Bahn ist sehr smooth, die Streckenführung ist prinzipiell auch relativ dynamisch, aber teilweise wirklich schon sehr langsam und ich muss sagen, so an einen B&M Flyer erinnert es gar nicht und auch so an Fly, unseren einzigen neuen Flying Coaster von Wegkümmer, den wir kennen. Damit hat es auch nicht ganz so viel gemein. Das Ganze eher etwas so von einem Next-Gen, San Perla Volare, wo alles relativ langsam durchfahren wird, diese engen Inversionen. Oder noch eher erinnert mich das Ganze an den Wegkümmer Stingray. Also diese Zwischenstufe zwischen den Flying Dutchmans und dann jetzt Fly, den neuen Flying Coaster, was vor mehreren Jahren in China gebaut wurde und mittlerweile leider auch nicht mehr vorhanden ist, aber dort die Bahn war auch ziemlich kompakt und erinnert mich auf jeden Fall ein bisschen hier dran. Dann aber Realismus, was ich als großen Kritikpunkt geben muss, die Bahn hat einen Zug mit 8 Personen. 8 Personen ist nicht viel, finde ich für einen Flying Coaster so einen kurzen Zug auch relativ merkwürdig, aber okay, bei dem Layout kann ich es verstehen, aber dann nur ein Zug. Und okay, man könnte sagen, es wurden einfach nicht mehr Züge eingefügt, es gibt aber auch keinen Wartungsbereich. Und dann ein Zug, nur ein Flying Coaster, der eh schon nicht gerade eine gute Kapazität in der Regel hat. Ohne Wartungsgleis, ohne zweiten Zug, das ist leider nicht gerade realistisch. Würde für bestimmte Länder zwar reichen, aber das war nicht die Vorgabe. Deswegen müsste man da leider auch ein paar Punkte abziehen. Aber sonst Streckenführung und so weiter natürlich schon realistisch umgesetzt. Dann kommen wir jetzt zum Layout. Da muss ich erstmal sagen, ich finde es fast ein bisschen zu viel auf dem Rücken. Ich finde es am Anfang schon relativ interessant, weil wir haben ja natürlich die seitliche Einstiegsposition. Dann wird man erstmal auf den Rücken gedreht, um dann vertikal in den Launch zu fahren. Ergibt natürlich so Sinn, da man so sich viel einfacher in den Vertikal-Launch drehen kann. Aber dann auch in der Streckenführung haben wir so viele Elemente auf dem Rücken. Bei den normalen Überschlägen, beim Pretzel Loop, beim Raven Turn und so weiter finde ich ja bei Flying Coastern die Momente auf dem Rücken ganz nett, auch wenn die Fliegeposition schon deutlich angenehmer ist.
Aber sonst die Flying Coasts, die längere Rückenpassagen haben, wie zum Beispiel Galactica in Alton Towers oder vor allem die Wekumba Flying Dutchmans, wie zum Beispiel in Caribbeans, das fühlt sich einfach nicht mehr so dynamisch an, nicht mehr so natürlich. Und ich finde, hier wurde das Ganze vielleicht ein bisschen zu oft gemacht. Es ist innovativ, aber vielleicht ein bisschen öfter in der Fliegeposition bleiben und dann nur für einen Überschlag einmal auf den Rücken und nicht länger dort bleiben, hätte mir zumindest persönlich besser gefallen. Aber da gehen natürlich auch die Meinungen auseinander. In der Zwischenbremse haben wir auf jeden Fall etwas wenig Tempo und auch keinen Steg. Aber die Zwischenbremse ist auch ein Grund, dass es eigentlich mehr Züge geben sollte, weil die wurde zumindest da an der Stelle verbaut. Den Vertikal-Launch finde ich nice, ein Wavetrain auf dem Flying Coaster, top, Pluspunkt, sehr großer Pluspunkt. Und es wurde auf jeden Fall sehr viel rausgeholt aus der Strecke. Es ist hier definitiv sehr viel Mühe in dieses einzigartige Layout geflossen. Der Platz wurde gut ausgenutzt, um einfach diese Innovation zu schaffen. Und ich würde auf jeden Fall sehr gerne mal einen Indoor Flying Coaster mit Platzbegrenzung sehen von Vekoma, um einfach mal zu schauen, was sie da rausholen können. Weil Potenzial ist hier auf jeden Fall eine Menge da und es gefällt mir auf jeden Fall. Deswegen hier schöne Einsendungen. Paar Kritikpunkte gibt es, aber so auf jeden Fall eine echt tolle Bahn. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur neunten Einsendung, und zwar in Zira ESC Typhoon. Jetzt kommen wir zur neunten Einsendung. Zira Elevated Ceiling Coaster Typhoon von Happy Sword. Fakten habt ihr gesehen, Onward habt ihr gesehen, also schauen wir uns den ganzen Spaß nochmal gemeinsam an. Also hier fast einen Kilometer lang, eher ein Family Coaster. Wir sehen schon den Wartungsbereich und haben erstmal einen kleinen LSM Katapultstart. Es geht bergauf, oh, in eine gute Kurve rein. Noch ein kleiner spitzer Airtime-Hügel, twistet. Und der nächste Aufwärts-Launch. Finde ich auf jeden Fall ein cooles Konzept schon, mit ein bisschen Layout, mit verschiedenen Katapultstarts da oben zu kommen. Und direkt der nächste. Und gleich noch einer. Das hat echt was. Und jetzt sind wir fast ganz oben. Und jetzt geht es nochmal in einen letzten Launch, der sogar bergab führt. Das ist auch krass. Ein Launch einfach in Gefälle rein. Kleiner Richtungswechsel nach links. Also für einen Family Coaster sieht das echt nett aus. Oh, die Bremse war ein bisschen kurz. Und ja, eine Effektschiene. Das ist auch immer super. Kleiner Tilt-Track, okay, das freue ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen. Special-Media-Effekte rundherum, aber ist schon cool. Wieder gut Geschwindigkeit, Airtime-Hügel, es geht in eine Linkskurve. Hier wurde von Family Coaster auf jeden Fall echt gut was ausgenutzt. Dann hier Zwischenbremse, okay, die Kurve, wenn der Zug komplett zum Stillstand gekommen wäre, könnte schwierig sein. Dann haben wir einen steileren Drop mit interessanter Hügelform drinne, aber gutes Tempo. Ah, ich weiß nicht, also es ist eine schöne Inversion, aber es ist ein Family Coaster. Kleiner Wave-Turn vor der Kurve, das finde ich gut.
Und jetzt sind wir schon wieder relativ weit unten. Es geht nochmal in eine Aufwärtskurve nach oben. Zwischenbremse und noch eine weitere Effektschiene. Das hat doch auf jeden Fall was und das Ganze sieht auch sehr nach Freefall-Track aus. Und schon sind wir unten. Und nochmal das letzte Stück langsam und es geht gleich in Richtung Schlussbremse. Und ich muss sagen, also wieder schön, dass wir eine Familienachterbahn haben, damit es nicht nur reine Thrillcoaster sind, ist eine schöne Abwechslung. Auch wenn ich sagen muss, es hat eine Inversion, deswegen kann man es schon wieder eher weniger als Inversion zählen. Es wurde als innovativer Aspekt eingestuft, dass es die erste CG Wall ist auf einem Zierer ESC. So, ja, das stimmt. Ob ich es innovativ nennen würde, ich weiß nicht. Und dann einfach als innovativer weiterer Aspekt ein Drop Track und Tilt Track. So, ja, gibt es beide schon, aber innovativ oder zumindest einzigartig oder relativ besonders kann man das schon nennen, also ist in Ordnung. Also, ein Family Coaster passt natürlich super als alleinstehende Attraktion, da die Zielgruppe deutlich umfangreicher ist als für einen Thrill Coaster, auch wenn es natürlich schwieriger ist zu vermarkten, aber dafür haben wir diese Effektschienen und ebenfalls das Teil auch eine gute Kapazität, viele Züge, Zwischenbremsen, Wartungsbereich ist vorhanden, das passt auf jeden Fall. Aber dass man in Family Coaster eine Inversion einbaut, muss ich sagen, finde ich eher unpassend, weil es wurde so viel Wert drauf gelegt davor, dass das Ganze nicht zu steil ist von Elementen her. Man fährt relativ sachte durch die Launches mit der Steigung nach oben, aber dann die Inversion. Also ich muss sagen, hätte mir besser gefallen, wenn diese nicht drin gewesen wäre, weil so Family Coaster, dieser Aspekt wurde dadurch ein bisschen zunichte gemacht. Dann kommen wir jetzt zum Realismus. Also Wartungsbereich ist vorhanden. Allgemein, also haben wir natürlich sowas von Zierer noch nicht gesehen, aber ist auf jeden Fall passend. Nur manche Stellen fand ich leider ein bisschen abrupt und nicht zu smooth. Vor allem am Anfang so ein paar Richtungswechsel bei den Launches. Da hätte man das Ganze ein bisschen ausmoven können, weil man da relativ immer abrupt reingefahren ist. Und finde ich eigentlich relativ schade, weil so von der Aufmachung her, vom Layout her gefällt es mir. Aber so ein paar Richtungswechselkurven, da hätte das Shaping auf jeden Fall noch ein bisschen smoother ausfallen können. Und dann kommen wir zum Layout. Manches habe ich hier gerade schon vorweggenommen, aber das Konzept gefällt mir. Echt viele Launches und dann jetzt damit einmal berghoch, hat mir diese Höhe super ausgenutzt, ohne jetzt wirklich steile Abfahrten, Vertikallift oder ähnliches reinzubauen. Aber trotzdem, das Layout ist abwechslungsreich. Wir haben die Effektschienen, welche mir sehr gefallen. Macht sie ja gerne. Und finde ich auf jeden Fall auch sehr passend, um einfach nochmal ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Kreativität reinzubringen. Aber auch die Streckenführung für den Family Coaster, eine gute Geschwindigkeit. Da sind auf jeden Fall auch ein paar Airtime-Momente dabei. Ich habe sogar so einen kleinen Wave-Turn. Da ist auf jeden Fall Kreativität drinne und langweilig wird es da auf jeden Fall nicht. Ja, das war's hier zum Zierer ESC. Also allgemein eine sehr schöne Bahn, nur ohne die Inversion und dann nochmal ein bisschen smoother. Wäre es auf jeden Fall echt super. Und bei den Effektschienen müsste man auf jeden Fall irgendein Theming machen oder ein bisschen Media-Effekte einbinden, um das Ganze noch ein bisschen schöner zu machen und nicht einfach nur so eine Effektschiene mit einem Raum. Aber klar, Theming und so weiter war natürlich keine Vorgabe für den Contest und ist in No Limits auch nicht ganz so einfach umzusetzen. Also auch hier schöne Family Coaster und dann kommen wir zur 10. Einsendung und zwar den Gerstlauer Infinity Coaster Veil of Eternity.
So, das waren die Fakten und das On-Ride von der 10. Einsendung Gerstlauer Infinity Coaster Rail of Eternity von Vince Coaster Art. Und ich würde sagen, wir schauen uns das On-Ride direkt noch einmal gemeinsam an. Hier einmal Farbgebung in Lila. Es geht erstmal direkt raus und wir haben einen Mini-Katapultstart. Er ist MDM beschleunigt und dann nochmal ein Vertical Launch mit der Kurve sogar drin. Wir sind relativ lang über Kopf, sind oben einmal gerade mit Inversion und wieder. Ne, jetzt sind wir wieder gerade. Wow, das war gerade komplette Verwirrung. Dann Zwischenbremse, kleine Autobank und eine Zwischenbremse und das sieht auch schon gleich sehr nach einem sehr schönen Beyond Vertical Drop aus. Damit kann man doch nie was falsch machen. Okay, arg getrimmt, aber in der Halle natürlich auch cool, ziemlich steil. Wir nehmen ein bisschen Geschwindigkeit auf, haben einen Dive-Flug, eine weitere Inversion. Für Gerstlauer passend. Oh, große Zero-G-Stall, das gefällt mir. Die dürfte sich, glaube ich, sehr dynamisch fahren, echt. Wir banken nach oben, haben noch eine weitere Zwischenbremse und oh, El Loco-Style, das ist doch mal ein schöner Dive-Loop. Diese Bahn hat auf jeden Fall Hangtime und nicht gerade wenig. Dann nochmal ein Outer Bank, Klassiker, aber passt immer. Und es geht wieder nach oben, Linkskurve relativ langsam, wir diven wieder so rein. Finde ich auf jeden Fall nett gemacht. Und noch ein Dive-Loop, davon gibt es viele heute. Bremse, arg abgebremst, aber es geht auch weiter. Wir haben am Ende nochmal eine langsam durchfahrende Hardline Roll, bevor es jetzt hier hoch in die Schussbremse geht. Und ich sehe schon Wartungsgleise, das ist auch super. Aber finde ich auf jeden Fall ein innovatives, abwechslungsreiches Konzept, dass man es abgebremst wird, ist aber keine richtige Blockbremse, sondern nur um den Zug etwas zu verlangsamen und dann nochmal langsam in die letzte Inversion rein, ist auf jeden Fall ein schönes Finale und mal was anderes, als wenn diese immer zu Beginn vom Layout folgt. Also, innovativer Aspekt hier von der Bahn ist genannt von Vince der Curved Spiral Launch, also mehr oder weniger ein Vertical Launch, aber nochmal mit einer Biegung drin. Und finde ich auf jeden Fall passend, auch wenn ich wieder kritisch sehen würde, ob Gerstlauer sowas schaffen würde zu bauen. Ich würde es gern sehen. Ist gut, dass man davor schon ein bisschen Geschwindigkeit hat, also möglich ist es auf jeden Fall, ist was Neues. Und während der Fahrt fühlt es sich auf jeden Fall ganz cool an, auch wenn ich in Termin zum Beispiel da eher sehen würde, dass sie sowas umsetzen. Also, das Gesamtpaket gefällt mir auch hier super. Inversion, Airtime, alles vorhanden. Es ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, vor allem mit dem Vertical Launch, wie auch bei den klassischen Intermin Vertical Launch Coastern. Und die Bahn hat mit 1270 Personen pro Stunde auch eine echt gute Kapazität und könnte auf jeden Fall sehr viele Leute wegfahren. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Kategorie und zwar zum Realismus. Wir haben den Wartungsbereich, das ist immer super. Die Bahn ist smooth. Über den Vertical Launch, ob das Gerstlauer so machen würde, kann man sich jetzt drüber streiten. Zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht, aber könnte. Aber das wäre ein bisschen kritisch. Die restlichen Elemente finde ich für Gerstlauer aber passend, weil Gerstlauer baut jetzt nicht ganz so dynamisch im Vergleich zu zum Beispiel Vekoma oder Intermin und so mit Elementen, die vorhanden sind, mit einem Beyond Vertical Drop drinne, die Inversion und so weiter. Das kann man sich bei Gerstlauer auf jeden Fall gut vorstellen. Dann kommen wir zum Layout, also das gesamte Launch-Konzept finde ich echt cool. Ob es so möglich ist, gegebenenfalls fraglich, aber super ist es auf jeden Fall. Dass da nochmal ein Beyond Vertical Drop eingebaut wurde, gefällt mir, finde ich schön, dass man da auch mal eine größere Abfahrt drin hat und nicht nur wie bei ein paar der anderen Bahnen immer ungefähr auf der gleichen Höhe fährt, sondern hier wirklich auch mal zwischendurch schon die gesamte Höhe des Domes ausnutzt. Die Inversionen gefallen mir, vor allem Highlights davon waren einmal der Dive Loop, der so richtig ein Loco-Style ist, finde ich aber passend und die große Zero-G-Stall hat mir auch echt gut gefallen. Dazu am Ende die Hardline Roll ist ein kleines Extra und macht die Fahrt auf jeden Fall besonders. Es ist alles abwechslungsreich, trotzdem mit 7 Inversionen einige drin. Wir haben auch einen Outward Bank, der mir immer gut gefällt, also mit Outward Banks, Wave Turns und so weiter. Damit kann man mich auf jeden Fall gut überzeugen. Und da ist auf jeden Fall viel rausgeholt worden. Die Strecke ist knapp 800 Meter lang, also da hatten wir auf jeden Fall schon längere Bahnen, fühlt sich aber auf jeden Fall von der Fahrzeit echt gut an und ist auf jeden Fall eine sehr schöne Bahn und ist meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr gelungen. Da wurde echt was sehr Schönes geschaffen, was ich auch definitiv sehr gerne mal so fahren würde. Und dann sind wir jetzt schon bei den letzten drei Einsendungen und haben jetzt Einsendung Nummer 11 und zwar den Gerstlauer Infinity Inverted Coaster in Vertigo.
Das waren die Fakten, das war das unkommentierte On-Ride und jetzt haben wir hier den Infinity in Virtucoaster in Vertigo von Felix Coaster Lover, eine Variante von Gerstlauer und kennt man natürlich jetzt schon seit kurzem aus Thusenfrüth, dann bald ebenfalls aus Kolumbien und hier ebenfalls mit einem Vertikallift gebaut, also wie auch das eine Konzept, was für Sahama überlegt wurde von den Gerstlauer Dort Family in Vertucoaster. Hier aber jetzt als Thrill World Coaster und finde ich auf jeden Fall auch eine coole Sache. Und das Modell ist auch mal eine schöne Abwechslung zu den gesamten Sit-Down-Coastern, die wir bisher hatten. Wir sind oben und es geht erstmal in einem relativ steilen Drop hinunter, haben eine relativ lange Rechtskurve, aber relativ entspannt. Ich weiß nicht, ob zwischendurch sogar eine Inversion drin war, ich glaube nicht, aber war schwer zu erkennen. Zwischenbremse, ja, da fehlt ebenfalls einmal, dass man komplett hinlaufen kann, sonst hilft eine Zwischenbremse nicht so viel, wenn man niemanden evakuieren kann. Aber hier nochmal ein kleinerer Drop, nochmal eine weitere kleinere Abfahrt, da dürfte es ein bisschen Airtime hoffentlich geben, ist im Invert immer cool. Dann ging es in einen Dive Loop rein oder so ein Corkscrew in die Richtung, nochmal eine COG Wall, die sah echt schön aus, wenn man sich einmal durchgedreht hat, auf jeden Fall echt nett. Und noch eine weitere Zwischenbremse, also Kapazität hat die Bahn auf jeden Fall, aber in die Kurve, da ging es relativ schnell rein. Noch ein weiterer Drop, wir nehmen ein bisschen Geschwindigkeit auf, hatten noch einen weiteren Overbank und nochmal eine weitere Inversion Dive Loop, sind immer super Dive Loops. Das sah interessant geformt aus, aber könnte ein bisschen Airtime geben auf jeden Fall. Und wir diven erneut einen Dive Loop rein, haben schon Bremsen und fahren langsam entspannt die Schussbremse und sehen auch, wir haben unten sogar einen kleinen Wartungsbereich, das ist doch super. Okay, und wow, sogar getrennt in einen Ausstiegsbereich. Also wenn die Bahn keine Kapazität hat, weiß ich auch nicht weiter. Dann kommen wir zu den Kategorien, aber erstmal zum innovativen Aspekt und Jude genannt Medikallift auf einem World Coaster und finde ich vollkommen gerechtfertigt, gibt es in der Art noch nicht auf einer bestehenden Bahn und innovativ ist es so auf jeden Fall. Passt die Bahn als alleinstehende Attraktion? Ich würde sagen auf jeden Fall. Sie ist abwechslungsreich, sie ist eindrucksvoll, ein World Coaster ist mal was anderes. Ist jetzt vielleicht auch nicht so die eine Sache, mit der man mit einem Rekord bewerben könnte, aber genauso wie Stormcoaster, auch wenn es jetzt kein Vertikallaunch hat, würde ich es trotzdem werbefähig zählen und passend als Alleinstellungsattraktion ist es meiner Meinung nach definitiv. Dann kommen wir jetzt zum Realismus. Ich hatte es gerade während des On-Rides schon kurz erwähnt, aber es gibt keine Zuwegungen, keine Plattform bei den Zwischenbremsen. Das müsste man noch nachrüsten, sonst hilft die Zwischenbremse auch wenig, wenn man von dort die Fahrgäste nicht evakuieren kann. Und nach der einen Zwischenbremse, die Kurve danach, war auch nicht gebankt und darf etwas schnell durchfahren. Aber sonst ist die Bahn eigentlich ziemlich smooth, ein Wartungsbereich ist vorhanden, wir haben zwei Zwischenbremsen, wir haben getrennten Außeneinstieg, da kann man auf jeden Fall gut die Leute durchbringen. Ja, natürlich noch nicht sehr viele Gerstlauer in World Coaster gesehen, finde ich aber alles auf jeden Fall realistisch gehalten und weitgehend auf jeden Fall eine ziemlich smoothe Fahrt. Dann kommen wir jetzt zum Layout. Also ein Vertikallift finde ich innovativ, gefällt mir, wird sich auf einem World Coaster sicherlich auch sehr interessant anfühlen. Und Elemente sind auf jeden Fall schöne dabei, wir haben einige Inversionen, 5 Stück, aber ein bisschen Airtime ist auch dabei und das finde ich eh mal Pluspunkt bei den moderneren World Coastern, egal ob es jetzt Gerstlauer ist, Vekoma und so weiter. Wenn dort immer so auf ein bisschen Airtime auch geachtet wird, damit die G-Kräfte ein bisschen in die Richtung gehen. Die eine COG-Wall gefällt mir, die wird echt schön durchfahren und sonst muss ich sagen, das Layout besteht wirklich sehr viel aus Kurven nur. Es ist Abwechslung drinne, aber vielleicht an manchen Stellen wäre noch etwas mehr Potenzial gewesen, um noch ein paar weitere Nuancen reinzubauen. Und auch von Inversion her hätte man vielleicht noch ein bisschen kreativer sein können, weil wir haben eigentlich jetzt nur Dive Loops und COG-Walls. Und da wir 5 Inversionen haben, was ja nicht gerade wenige sind, hätte man da vielleicht noch ein bisschen mehr Kreativität reinbringen können. Sei es eine Stall, ein Immelmann, ein normaler Looping, ein Inline-Twist, da wäre viel möglich gewesen. Hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr abwechseln können, aber auch so schönes Layout. Die Bahn gefällt mir auf jeden Fall und ist einfach so eine sehr solide und eine sehr gute Einsendung, wo auf jeden Fall vorne und hinten definitiv alles gut passt und die mir auch sehr gefällt. Dann kommen wir zur vorletzten Einsendung und zwar die 12. den Vekoma MK-1101 Parasite.
Das waren die Fakten, das war's Onride, wurde von Lukas, Causes are Drugs, eingesendet Parasite, WKMKF1. Gucken wir uns das Onride nochmal gemeinsam an. Wir haben wieder ein WKMA mit Vertikal-Launch, also Vertikal-Launches gab es wirklich ziemlich viele heute, der aber ziemlich langsam ist, das könnte für die ASM-Module vielleicht ein bisschen schwieriger sein, aber es geht natürlich in ein sehr langsamen Inverted Top-Hat. Wir haben oben erstmal einen kleinen Outer Bank und wir diven nach unten. Boah, schön grelle Farbgebung. Und nochmal eine weitere Inversion. Okay, oben beim Rausfall ist man sehr langsam geworden. Sehr interessantes Banking. Mini-Hügel drin, aber so smooth ist es jetzt nicht. Einfach eine langsam, ich fahre eine Double über den Cornerstall. Da war die Stütze leider in der Schiene. Aber einfach eine Double über den Cornerstall, warum auch nicht. Da ist ein kleiner Dip drin. Boah, das war nicht schön. Kurz, viel zu kurze Zwischenbremse. Was? Jetzt ist es Schwarzkopf nach der zu kurzen Zwischenbremse. Einfach richtige Jetline-Kurve. Okay, das war eine Inversion. Die kam sehr abrupt und es kommt noch eine. Was ist das bitte? Noch ein kleiner Overbank nach links. Noch ein kleiner Overbank nach links. Und ja, eine Kurve voller Trim Breaks. Okay, das war hier jetzt einmal die Einsendung von Lukas. Und der innovative Aspekt ist laut ihm eine Trim Break in der Kurve. Ja, okay, also das würde ich jetzt nicht als innovativ bezeichnen. Muss man sich erst mal fragen, ob das überhaupt so machbar ist, aber das haben die anderen Einsendungen auf jeden Fall besser gemacht. Dann passt die Bahn als alleinstehende Attraktion, also ja, auf jeden Fall. Wir hatten schon anderen WKMA MK101 heute. Mit dem Vertikal-Launch ist was Besonderes, sonst jetzt natürlich nichts Neuartiges, Innovatives, aber das passt auf jeden Fall, auch wenn so das mit dem gesamten verschlungenen Layout bei allen Bahnen schon eindrucksvoll ist, aber mehr Rekorde gehen natürlich immer. Realismus ist hier leider ein größerer Kritikpunkt, da waren die anderen Bahnen, die heute eingesetzt wurden, auf jeden Fall smoother. Das Banking, die Smoothness ist an vielen Stellen leider nicht optimal, teilweise sind auch Stützen der Strecke, die Zwischenbremse ist zu kurz. Die Bremse mit dieser Trim Break am Ende, das ist auch nicht so realistisch und es fühlt sich jetzt auch nicht so an, als ob WKMA das so bauen würde. Der Vertical Launch war auch ziemlich langsam und plötzlich diese Doppelinversionen, das hat leider jetzt nicht so realistisch gewirkt. Dann kommen wir jetzt zur dritten Kategorie, zum Layout und ein Vertical Launch finde ich auf jeden Fall wie so oft schon heute natürlich eine coole Idee. Es fühlt sich jetzt halt leider nicht so unbedingt wie ein WKMA Next Gen an. Das wurde meiner Meinung nach jetzt nicht so optimal getroffen. Es ist auf jeden Fall kreativ gewesen, also wie der Inverted Top-Hat ist cool. Diese Doppelinversionen sind prinzipiell innovativ, auch wenn sie vielleicht vom Shaping her ein bisschen besser hätten umgesetzt werden können. Aber trotzdem ein paar Erdmomente drin, 8 Inversionen insgesamt, also nicht gerade wenig. Und zwischendurch hat die Bahn halt plötzlich so eine Identitätskrise, wo nach der Zwischenbremse plötzlich so ein Schwarzkopf-Drop nach links kommt oder wie so ein Intermin Space Diver. Das hat halt nicht so unbedingt was von WKMA. Interessante Biegung, würde ich jetzt einfach mal sagen, vom Layout. Fühlt es sich leider auch jetzt nicht so dynamisch an, wie es bei anderen WKMA MKF1 der Fall ist. Und auch so die Versionen sind auf jeden Fall schon teilweise sehr skurril interessant gebogen. Allgemein solide Bahn. Aber da hatten wir auf jeden Fall schon ein paar bessere Punkte heute und vor allem besseres Fahrverhalten, besseres Smoothness, das Ganze ein bisschen dynamischer gestalten, nicht so interessant platzierte Bremsen am Ende, das hätte das Ganze auf jeden Fall schon mal deutlich mehr aufgewertet. Und wir kommen jetzt zum Finale der 13. Einsendung und zwar den Intermin LSM Launch Coaster Hurricane.
Einsendung Nummer 13, die letzte für heute, Intermin LSM Launch Coaster von Shell Arena. Und wir hatten schon ein paar sehr innovative Aspekte heute, aber ich glaube, die Einsendung schießt es wirklich, was das angeht, ab. Und so von innovativen, besonderen Aspekten ist das hier auf jeden Fall weit vorne. Weil wir haben hier einen Intermin Launch Coaster, aber in der Mitte wird das Layout aufgeteilt und man kann eine von beiden der Seiten durchfahren und am Ende werden sie wieder zusammengeführt. Dazu einfach einmal Streckenlänge von 1110 Metern, einmal 1000 Meter, aber nach der Hälfte wird sie aufgeteilt. Das heißt, so viel Meter Strecke in diesem Dome. Damit einfach nur in Streckenlänge können die anderen Einsendungen auf jeden Fall nicht mithalten. Und ich würde sagen, wir starten rein. Wir gucken uns erstmal die A-Variante an. Wir haben erst den Prelift, wie natürlich beide durchfahren. Wirklich war es Totatis unser Style oder auch Pantheon mit den beiden Outward Banks langsam zu beginnen und Prelift Part. Und dann geht es hier auch schon zum, ja, entweder LSM Lift Hill oder so Lift Hill. Wir haben LSM Module drauf, aber vom Tempo her würde ich eher mal sagen, dass es ein normaler Lift Hill sein dürfte. Und so fahren wir nach oben, wir halten an und es kommt wirklich einfach ein Rückwärts-Freefall. Kerner lässt grüßen. Ist auf jeden Fall auch innovativ, definitiv. Dann fahren wir jetzt wieder nach oben, müssen zumindest keine 30 Sekunden warten, wie bei einer bestimmten Achterbahn in Sixdorf. Und jetzt sind wir einfach oben am Rand von der Decke und jetzt, wir haben wirklich einfach noch eine Effektschiene und zwar ein Tilt-Track. Ja, also innovativ wurde hier ernst genommen. Einfach Vertikallift, Rückwärts-Freefall und jetzt noch ein Tilt-Track, der jetzt in 90-Grad-Drop übergeht. Das ist schon echt krank. Ah, so hundertprozentig smooth ist das Shaping leider bisher noch nicht, aber hier ein bisschen Airtime drin. Noch ein bisschen Airtime, alles relativ kompakt, aber gute Geschwindigkeit am Overbank. Ah, Shaping nicht optimal, aber prinzipiell trotzdem kein schlechtes Layout. Ah, bisschen sehr schnell in die Rechtskurve, aber da wäre auf jeden Fall schon einmal die Aufteilung der Strecke gewesen. Dann nehmen wir die Carlift nach oben und jetzt einmal eine Trim Break. Wir haben natürlich noch einen Beyond Vertical Drop, 125 Grad, also sogar Weltrekord. Es geht nach unten, wir sind mal ganz unten, wir nehmen Geschwindigkeit auf. Noch ein Outer Bank, schöne Airtime, noch weiter eine gute Geschwindigkeit. Rechtskurve, fahren wir ein bisschen nach oben. Oh, sehr langsamer Airtime-Moment. Oder nicht alter Moment, einfach nur sehr langsamer Moment. Dann nochmal Mini Trim Break, kleiner weiterer Outer Bank oder so. Noch ein Mini alter Moment, noch ein kleines Double Down, boah, da sind viele drin. Und immer in so kleinen Double Downs, Double Ups bewegen wir uns gen Boden. Hier wirklich keine Inversion drin, bis jetzt noch eine Hardline Bowl. Hatte die Hardlining? Das sah irgendwie das Hardlining nicht ganz so aus, aber wird sicherlich passen. Okay, wird sich auf jeden Fall immer sehr probiert, irgendwie durchzugehen. War das ein Non-Inverted Loop? Das sah sehr eng aus. Und noch ein Wave-Turn. Und wir fahren die Schlussbremse, wo die beiden Strecken auch wieder zusammengeführt werden. Das war jetzt erstmal Variante A. Also die erste Hälfte ist eh gleich, aber von der zweiten Hälfte Variante A. Also kurz dazu. Innovativ ist das Ding auf jeden Fall. Also alleine schon mal vertikale, rückwärts, Freefall, Tilt-Track und so weiter. Aber Smoothness, Banking und so weiter hätte die Bahn auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Potenzial, meiner Meinung nach. Da hätte das Ganze definitiv noch ein bisschen smoother umgesetzt werden können. Und auch vom Layout, man hat natürlich keinen Platz, aber da hätte vielleicht noch ein bisschen mehr passieren können. Und dann kommen wir jetzt aber auch zur Variante B. Wir steigen mittendrin ein, weil nur die zweite Hälfte ist anders. Und dann bei der Variante B fahren wir einfach gerade über diese Bremse drüber und diven einmal direkt nach links runter. Und noch direkt einen Hardline-Roll und fahren einen Launch mit Hügel ein. Oh, kurzer Launch, aber bekommen gut Tempo, sind wieder relativ weit oben. Noch ein Inverted Top-Hat, schöne Inversion. Also jetzt schon mehr Inversion als die andere Seite. Haben nochmal eine weitere Hardline-Roll slash Corkscrew. Also die Seite ist auch mehr auf Inversion ausgelegt, kleine Outer Bank. Und noch eine Inversion, ein bisschen langsamer. Aber das Layout von der Seite gefällt mir jetzt schon deutlich besser als das von der anderen. Ist, fand ich bisher auch ein bisschen smoother. Auch nicht optimal, aber smoother als Variante A. Dann nochmal ein schöner Dive-Loop. Wir diven nach unten, kleine Trimbreak auf dem Weg. Noch eine Hardline-Roll, die direkt in eine weitere Kurve führt. Ah, hier einfach ein bisschen gerade Strecke, da hätte man noch was einbauen können. Kleine Links-Rechts-Kurven-Kombination. Und es geht nochmal nach unten. Wir haben ein Looping in die Bremsen rein.
Wir sind immer noch nicht ganz am Ende. Wir fahren noch einmal langsam eine finale Zusatzrunde rum und noch eine Hard and Roll. Und jetzt müssen wir langsam auch mal. Nein, es geht noch weiter. Aber jetzt die Rechtskurve und wir sind in der Schussbremse. Wie viel Strecke hat Shell Arena bitte in diesen Dome gequetscht? Einmal 1110 Meter bei Variante A und einmal 1000 Meter bei Variante B. Und Variante B hat auch einfach insgesamt 9 Überschläge. Also Smoothness und so weiter war definitiv nicht optimal, aber alleine für das, was hier reingequetscht wurde, dafür muss man auf jeden Fall schon mal Credits geben. Die innovativen Aspekte, ich lese sie mal vor, aber viele waren ja schon offensichtlich. Also einmal das verknotete Layout wurde genannt. Ja, bei den Streckenlängen, ich kann es verstehen. Dann zwei verschiedene Layouts mittendrin. So, ja, ist innovativ. Und was er noch genannt hat, der Beyond Vertical Drop mit ca. 125 Grad, also die steilste Achterbahn der Welt, kann man auch gut bewerben, ist definitiv innovativ. Und auch ein Rückwärts-Freefall, ein Tilt-Track, das kann man definitiv auch unter innovative Aspekte werten. Und hier ist diese Einsendung auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Passt die Bahn als alleinstehende Attraktion? Also sie ist lang, sie ist innovativ, sie hat Weltrekorde und sie ist abwechslungsreich. Das heißt, von den Aspekten auf jeden Fall. Die Frage ist halt, braucht man wirklich so eine Monsterbahn als alleinstehende Attraktion oder würde eine halb so lange Bahn auch reichen? Ich würde sagen, eine halb so lange Bahn würde auch reichen, das Geld müsste nicht investiert werden. Aber cool ist es natürlich auf jeden Fall. Und ich glaube, es würde die normalen Besucher sowas von verwirren, dass es zwei Seiten gibt. Das wichtigste Problem jetzt für alle Achterbahn-Fans wie uns, wann zählt das Teil als Count? Also man kann mir jetzt nicht erzählen, dass es zwei Counts sind, aber wenn man sie nur einmal gefahren ist, kann es ja auch nicht ein Count sein. Also eigentlich muss man beide Seiten gefahren sein, um den Count zu bekommen. Ich weiß es nicht, also allein deswegen will ich schon nicht, dass sie gebaut wird, weil es würde einfach eine komplette Grundsatzdiskussion zur Folge haben, wann zählt es als Count. Das sind sehr wichtige Aspekte und ich glaube, bei einem Meeting in der Geschäftsführung wäre das der wichtigste Punkt, der genannt werden würde. Nee, also schöne Bahn auf jeden Fall und kann man als alleinstehende Attraktion vor allem in den gesamten innovativen Aspekten definitiv so machen. Kommen wir als zweites zum Realismus. Also manche Stellen sind leider nicht so smooth, vor allem von der Variante A, da ist manches relativ abrupt und da hätte man auf jeden Fall ein bisschen mehr Arbeit reinstecken können, weil das Layout finde ich allgemein echt nicht schlecht, aber so die Smoothness zieht da auf jeden Fall ein bisschen was von der Fahrt ab. Und sonst ebenfalls auch die Kurve vorm Vertikallift wird zu schnell durchfahren, also wo die Strecke eben aufgeteilt wird, das Switchtrack, das ist auf jeden Fall nicht so realistisch, weil man auch mit viel zu viel Tempo in diesen Vertikallift reinfährt. Vielleicht der Trimbreak oder Bremse davor hätte da auf jeden Fall geholfen. Das Banking, also das Shaping von Elementen, ebenfalls nicht immer optimal. Und sonst auch der Vertikallift am Anfang mit dem Tilt-Track. Die sind wirklich direkt gegenüber, das kannst du so von den Stützen echt nicht machen, dass die Schienen nebeneinander sind mit abzuleitenden Kräften, da müsste auf jeden Fall ein bisschen Platz auf beiden Seiten noch sein und vor allem halt auch eine seitliche Abstützung. Sieht cool aus, aber in echt vor allem dann oben mit dem richtig schweren Tilt-Track, man sieht es ja bei den Vekoma Tilt-Coastern, wie massiv sowas dann wird, ist so eher schwierig handzuhaben. Und sonst auch die Radien sind teilweise ziemlich eng, vor allem diese, ich nenne es mal Non-Inverted Loop am Ende von Variante A, nicht ganz optimal. Und dadurch, dass man diesen Rückwärts-Freefall und den Tilt in der ersten Hälfte hat, der schon gut Zeit kostet, sehe ich eigentlich keine Vorteile dafür, dass man am Ende zwei Hälften hat. Weil zumindest der Kapazität tut es nicht gut, weil man natürlich dann erstmal warten muss, bis beide Züge die erste Hälfte erledigt haben und dann geht es ja erst in die zweite weiter. Und deswegen kapazitätstechnisch hat es so natürlich leider keine Vorteile. Es ist innovativ, natürlich kann man so auch Wiederholungsfahrten sehr gut bewerben, da die Leute die Bahn mindestens zweimal fahren wollen, um beide Seiten zu erleben. Wenn man es sich nicht aussuchen kann, wären es wahrscheinlich nochmal mehr Wiederholungsfahrten und enttäuscht Achterbahnfans, wenn sie nicht die andere Seite nochmal bekommen. Und ich finde es auch interessant, dass Variante B ja deutlich mehr Überschläge hat als Variante A. Das heißt, falls jemand lieber mehr Überschläge mag oder nicht so viele Überschläge mag, ist die Frage, ob man sich dann entscheiden kann oder ob es zufällig ist. Aber ich will jetzt einfach mal eher von zufällig ausgehen. Dann kommen wir jetzt zum Layout. Also, das ist definitiv die innovativste Bahn vom gesamten Contest. Der Platz wurde optimal ausgenutzt.
hat man, glaube ich, am Layout auch so ein bisschen gemerkt, dass teilweise gar nicht mal so viel Kreatives möglich war, weil dieser Dome einfach schon so vollgestellt war. Die Bahn ist, oder die gesamte Bahn mit den beiden Seiten zwischendurch ist richtig lang. Es wurde viel rausgeholt, also mir gefallen die Elemente. Heutzutage der Intermin da auf jeden Fall mehr draus gemacht, also vom Banking, von der Smoothness nicht optimal, aber rausgeholt wurde trotzdem eine Menge. Und die gesamten Special Tracks, also rückwärts Freefall, wir haben den Tilt Track, wir haben Weichen drin, wir haben den Beyond Vertical Drop, finde ich auf jeden Fall echt super und hat mir gut gefallen. Ich muss sagen, es ist Wahnsinn, wie so viel Strecke in diesen Dome gequetscht werden konnte. Ich habe ja selbst eine Beispielbahn für das Ankündigungsvideo gebaut, um das Ganze wie auch bei den anderen Contests selber mal zu testen, um Gefühl für zu bekommen. Und hier einfach am Ende wahrscheinlich, wenn du beiden Seiten zusammenzählst, um die 1600 Meter Strecke. Das ist schon echt der Wahnsinn, vielleicht sogar noch mehr. Es gibt aber ein paar Kurven, da wäre noch ein bisschen mehr Potenzial gewesen, wo man einfach durch die Kurven fährt. Oder auch bei Variante A hat man so ganz viele Kurven mit so ein paar Double Downs, Double Ups zwischendurch. Da wäre ein bisschen mehr drin gewesen, aber trotzdem hat es mir gefallen. Und ich würde sagen, wie ich sie gefahren wäre, gefällt mir Variante B vom Layout her auf jeden Fall deutlich besser als Variante A. Also A zwar den Beyond Vertical Drop, was ein Weltrekord ist, was echt cool ist, aber so von Elementen her, von der Strecke, gefällt mir B auf jeden Fall besser. Und das war jetzt hier die 13. Einsendung. Gab auf jeden Fall auch wieder ein paar Kritikpunkte, aber definitiv auch eine sehr schöne Bahn und nochmal so das Innovativste hier zum Schluss, wo auf jeden Fall sich Gedanken drum gemacht wurde, um etwas sehr Besonderes rauszuholen. Und das waren dann hier die 13 Einsendungen, die ich hier für den 5. Splash One Achterbahn Contest für den Dome Coaster bekommen habe. Ich muss sagen, alle 13 Stück haben mir echt richtig gut gefallen und die Qualität von allen Bahnen durchgängig wird von Contest zu Contest wirklich eigentlich immer besser. Selbst sich hier auf einige Highlight-Bahnen festzulegen, ist mir schon sehr schwer gefallen. Aber wie auch bei den letzten Contests wird es endgültig einen Gewinner geben. Natürlich, ich habe schon gesagt, alle Bahnen waren wirklich super. Da war keine Bahn dabei, die wirklich schlecht war. Alle haben innovative Aspekte, manche besser als andere. Aber so auf jeden Fall hat man da echt was Kreatives immer aus dem sehr begrenzten Platz in dem Dome rausgeholt. Ich bin mir sicher, dass euch die alle beim Zuschauen ebenfalls gefallen haben. Natürlich eure Meinung zu den Bahnen in die Kommentare, was sonst. Aber natürlich trotzdem wollen wir gerne, wie auch die letzten Male, einen Gewinner haben. Und das Ganze wird wieder so ablaufen, dass sich hier für eine engere Auswahl entschieden wird. Und zwar aus insgesamt 4 Bahnen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, wie auch beim letzten Mal im Anfang des Videos schon erwähnt, über einen Community-Beitrag abzustimmen, welche Bahn euch am besten gefällt. Könnt ihr für eure Lieblingsbahn abstimmen für den Gewinner. Und da ist dann insgesamt 10 Tage Zeit, wo diese Umfrage läuft, damit alle Zeit haben, dieses viel zu lange Video zu schauen. Damit, bevor abgestimmt wird, natürlich auch alles gesehen wird. Und wer dann am Ende von den 10 Tagen voll liegt, dann bekommt der Gewinner als Preis für den ersten Platz von mir ein T-Shirt aus Merchandise-Shop seiner Wahl. Das wird dann auf jeden Fall zugesendet als kleiner Gewinn für diese coole Einsendung. Aber selbst sich hier schon auf 4 Bahnen festzulegen, war alles andere als einfach. Besser gesagt, es war ziemlich schwer. Die letzten Contests waren schon nicht einfach, aber diesmal war es wirklich nochmal viel schwerer. Ich hatte zwischendurch 6 bis 8 Bahnen eigentlich, die oben mit dabei waren. Und dann habe ich mir nochmal den Gewinner vom letzten Contest, Robin, dazugeholt, der beim Weeper Contest mit dem tollen Arms Raptor gewonnen hatte. Und dann haben wir uns jetzt nochmal zusammengesetzt, sind nochmal von allen Bahnen die Vor- und Nachteile durchgegangen. Wir hatten die 3 Kategorien, wir hatten den innovativen Aspekt und so weiter, was uns da am besten gefällt. Und haben uns jetzt am Ende auf 4 Bahnen geeinigt, welche in den Community-Beitrag kommen, wovon ihr euch dann für eure Highlight-Bahn entscheiden könnt. Ich hätte auf jeden Fall lieber deutlich mehr ausgewählt, aber man muss sich etwas beschränken, damit ihr dort die Abstimmung mitmachen könnt. Und da sind wirklich auch ein paar richtig starke Bahnen, wo es weh getan hat, die es jetzt nicht zu inkludieren, rausgefallen, da die Qualität dieses Mal wirklich echt hoch war. Aber auf diese 4 sind wir jetzt am Ende gekommen. Und das ist jetzt einmal zuerst die erste Einsendung, die ich euch heute vorgestellt habe. Der Intermin Vertical Launch Coaster Tsunami von Lars. Dann ebenfalls der Gerstlauer Infinity Coaster Exorcist von Lennart mit dem Inversionsrekord. Dann als drittes die 6. Einsendung von Greenie, der Intermin Multidimension Coaster Return of the Storm mit dem Media Dome und der krassen Effektschiene mit der Motion Base. Und dann als viertes
ebenfalls noch von Vince Coaster Art, der Gerstlauer Infinity Coaster Veil of Eternity. Und dann habt ihr bald insgesamt 10 Tage Zeit, wenn dieser Community-Beitrag erscheinen wird, um für eure Highlight-Bahn abzustimmen. Und dann sehen wir, welche Bahn gewonnen hat. Falls das Video erst über 2 Wochen nach dem Release anschaut, steht ebenfalls im angepinnten Kommentar, wer diesen Contest gewonnen hat. Und damit war es auch hier mit dem 5. bereits schon Splash One Achterbahn Contest in No Limit 2. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass er euch gefallen hat. Ihr könnt natürlich euch auch die anderen nochmal anschauen, wo es noch sehr viele weitere Stunden Videomaterial gibt, wo ebenfalls sehr viele tolle No Limits Creations dabei waren. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ich möchte mich hiermit auch nochmal bei Alessio bedanken, dass ich bei der Auswertung mithelfen konnte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war zwar ein bisschen anstrengend, aber die finalen 4 sind es dann halt so geworden. Aber ich wollte auch noch gesagt haben, hättet ihr einfach einen Raptor oder einen Axis gebaut, ihr hättet gewonnen. So einfach geht's. Also fürs nächste Mal wisst ihr Bescheid, aber ja, ist halt schade.